250 Folgen Eintracht Frankfurt Podcast, 250 Ausgaben eines Podcasts über einen Verein, der mich davor eigentlich gar nicht interessierte, aber alleine aufgrund der sympathischen Zusammensetzung des Teams und wahrscheinlich auch aufgrund der Anpassung an die Situation der Eintracht jedes Mal hörenswert. Ja, und wenn's gut läuft, dieser vorsichtige Optimismus und dem Braten noch nicht so ganz trauen, und wenn es schlecht läuft, einfach nur Abriss und alle Scheiße. Das ist schön, hört mal gern zu. Dementsprechend natürlich, wie bereits schon erwähnt, großartiges Format und herzliche Glückwünsche für 250 Ausgaben. Und damit es nicht nur Glückwünsche gibt, noch ein paar Fragen, wie bereits schon angedacht. Was mag das Team sonst für Sportarten? Auf den Wrestling-Podcast von Marvin und Basti warten wir jetzt wahrscheinlich schon sehr lange. Aber wie sieht es beim Rest vom Team aus? Schaut ihr sonst noch Sportarten? Und falls ja, welche Teams schaut ihr dort? Welche Teams verfolgt ihr dort? Ja, meine besten Glückwünsche nochmal hier aus Wien und Glück auf. Nee. Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 250. Heute in einer klassischen Wir beantworten alles Fragerunde. Deswegen begrüße ich ganz herzlich die Frau Alex. Frau Alex, hallo sagen. Muss ich was sagen? Ja, du darfst hallo sagen. Hallo. Außerdem mit dabei der Dennis. Ja, servus, hallo. Und der Marvin. Hallo, guten Abend. Weißt du was? Ich habe eben gar nicht dein Intro gehört. Du hast also der Anfang hat gefehlt von dir. Ja, genau. Das ist nicht, deswegen stimmt. War ich auch so verwundert, dass ich was sagen musste. Ach ja, neues Jahr, alte Probleme. Herr Basti lässt sich entschuldigen, der hatte ein bisschen Schwierigkeiten in letzter Zeit und ist noch ein bisschen groggy, von daher sparen wir den heute mal aus. Auf jeden Fall. Heute eine spezielle Spezialfolge. Ihr hattet ja gesagt, oder wir hatten gesagt, wir machen zur 250. Folge, die das hier heute ist, mal so ein bisschen, ihr stellt Fragen, wir antworten. Und der Richard war so freundlich, uns eine aufgesprochene Frage zu schicken und so ein paar Glückwünsche, die haben wir am Anfang mal eingespielt. Und ich würde sagen, da fangen wir doch auch gleich mit der ersten Frage an vom Richard. Welche Sportarten mögen wir denn sonst noch so? Wrestling haben wir jetzt schon gehört. Marvin, was ist sonst noch so auf deiner Top-Liste? Ehrlich gesagt nicht mehr so ganz so viel, wenn ich bin. Also früher war es noch deutlich mehr. Ganz große, also Affinitäten habe ich definitiv noch zum Kampfsport an sich generell. Wrestling natürlich haben wir ja eben schon thematisiert, ganz klar. Also Kampfsport könnten wir auf jeden Fall auch noch mit dazu zählen. Und eine Sportart, die mich theoretisch immer wieder begeistern könnte, wäre Basketball. Also ich habe jetzt nicht so viel Zeit, dass ich mir so viele Sportarten nebenbei noch angucken kann. Aber Basketball und was immer in Gemeinschaft ganz cool war, Dennis wird mir da zustimmen, wenn wir mal im Urlaub waren, haben wir auch immer ganz gerne Formel 1 geguckt. Ich weiß gar nicht genau, warum. Stimmt. Dabei haben wir aber auch relativ oft getrunken. Wahrscheinlich hat das die Faszination ausgemacht. Also insofern, das waren so die Sportarten, die mir noch ganz gut gefallen haben. Ansonsten, ja, beim Boxen würde ich auch nicht Nein sagen, wenn der Entertainment-Aspekt stimmt. Aber was sind denn eure Affinitäten zu anderen Sportarten? Ja, das kommt halt drauf an, was er meint, ne? Also wenn es jetzt rein darum geht, was man noch im Fernsehen guckt, ja, klar, gucke ich mir eigentlich echt ziemlich viel an. Ich bin zum Beispiel auch, da werdet ihr jetzt alle stöhnen, aber ich gucke echt gerne Golf. Also da verfolge ich halt auch die PGA-Tour, versuche da zumindest die wirklich spannenden Turniere mir anzugucken. Verbindung zur Eintracht gibt es mit Alex Chaker, deutscher Golfspieler, auch Eintracht-Fan. Ansonsten, also mein nach Fußball Lieblingssportart ist natürlich Badminton, was aber im Fernsehen echt ganz, ganz bitter rüberkommt. Also es zu spielen oder live zu gucken, ist halt echt ganz geil, aber im Fernsehen, da schwächelt auch ein bisschen die Übertragungstechnik, wenn man sich anguckt, was die Asiaten für so eine Badminton-Übertragung alles aufbauen, wie viele verschiedene Kamerapositionen die haben, da fängt es an, auch spannend zu werden beim Zugucken. Aber wenn du halt einfach so eine Einzelkamera in die Mitte vom Feld stellst,
macht es halt relativ wenig Sinn. Ja. Aber da fällt mir gerade ein, was ich so einfach aus der Couch heraus ganz gerne gucke, ist zusätzlich eigentlich noch Football. Ich bin zwar bei weitem nicht kein solcher Freak wie die ganzen Leute, die auf Facebook oder noch viel, viel mehr auf Twitter zu jedem verdammten Spiel mir irgendwas in die Timeline reinpusten. Vollkommen in Ordnung. Jeder hat seine Hobbys. Ich quäle euch mit Wrestling. Insofern vollkommen in Ordnung. Aber also ab Halbfinale, wenn es um den Super Bowl geht, schalte ich da auch mal ein und kann mich da durchaus auch faszinieren. Dennis, wie sieht's bei dir aus? Oh, ich muss sagen, was ich noch gerne gucke, ist Handball. Ich wollte es eigentlich gerade sagen. Also da bin ich auch so ein totaler Eventi. WM, ja, genau. Genau. Also, typischer Frauenspruch, auch wenn WM ist, gucke ich es auch. Oh. Stimmt, ja. Also ich muss sagen, ich gucke auch die Bundesliga, aber so gerade Nationalmannschaft, gerade WM, schade, dass auch das mit den Übertragungsrechten jetzt hier so komisch gelaufen ist. Glaube ich, über DKB kann man es irgendwie noch online live verfolgen. Ansonsten, dass ARD und ZDF es nicht hinbekommen haben, sich da irgendwie die Rechte zu sichern. Oder RTL hätte das auch mal machen können irgendwo. Oder auch, die haben so genau, viele Subkanäle. Ja. Mhm. Das stimmt, genau. Also ist ein bisschen schade, muss ich wirklich sagen, weil da geht auch dem Otto-Normal-Zuschauer was verloren, weil gerade auch die Mannschaft die letzten Turniere eigentlich sehr gut gespielt hat, auch mit Sigurdsson. Schade auch, dass er ja aufhört. Ja, muss man sagen, ist auf jeden Fall, hat mir sehr viel Spaß gemacht die letzten Jahre, was mir auch, wie du hast schon gesagt, Marvin, Formel 1 und auch Football gucke ich schon auch relativ viel, aber dass ich jetzt da auch der totale oder auf jedes versuche, irgendwie Live-Events dann mitzunehmen, ist bei den Sportarten fast überhaupt nicht möglich, also für mich zumindest nicht. Würde ich gerne mal, aber ja, das ist jetzt nicht, ich gehe jedes Wochenende ins Stadion, ich gehe jetzt jedes Wochenende zu jedem Formel-1-Rennen oder ich schaue mir jetzt jedes Spiel von irgendeiner Footballmannschaft an. Das wird halt einfach außer, klar, hier in Deutschland könnte man das sicherlich auch machen, aber was dann internationalen Standard haben soll, da wird es dann schon kompliziert. Dementsprechend, ja, bin ich da auch eigentlich voll und ganz mitbedient mit den Sportarten, die auch du schon genannt hattest. Mhm. René, bei dir? Ich gucke eigentlich so großartig sonst gar keinen Sport. Also ich bin froh, wenn ich es am Wochenende schaffe, mehr als zwei Bundesligaspiele irgendwie zu gucken. Ich habe so ein bisschen mein Interesse an vielen anderen Sportarten verloren. So aus der Historie heraus gucke ich eigentlich immer Tour de France. Ja, früher. Ah ja, das mache ich auch noch, ja. Weil ich früher halt mich sehr mit Radfahren beschäftigt habe und als Kind auch mal in so einem Radsportverein war. Also das ist so aus der Historie heraus. Hast du mal Rad gefahren? Nee, ein paar Jahre aktiv in einem Radsportverein gewesen, dann kriegt man so ein bisschen eine andere Affinität zu dem Thema Radfahren. Also das gucke ich eigentlich nach wie vor noch so ganz gern. Aber so bei allem anderen, ich habe früher viel Formel 1 geguckt, aber das ist mittlerweile halt auch sehr, sehr langweilig gewesen. Wie sieht es denn bei euch mit Wettersport aus? Das gucke ich auch, also Samstag, Sonntag, wenn es sich so ergibt, wie jetzt in den Pausen, gucke ich mir da auch den halben Tag Wintersport auf ARD oder ZDF an. Ist aber halt auch viel Quatsch dabei, muss man es natürlich gibt für sagen. Mich es kommt drauf an, was. Also was ich geil finde, was ich spannend finde, ist Biathlon. Ja, genau. Das ist wirklich. Aber so Skispringen und so, das zieht sich immer so in die Länge, bis es dann wirklich mal interessant wird. Aber Biathlon finde ich ganz geil. Es ist so eine halbe Stunde, die kann ich mir geben. Da ist ein bisschen Spannung dabei. Ich finde es alles zum Kotzen. Ganz ehrlich. Echt? Geht mir mega auf die Nüsse. Nervt mich nicht mit eurem verfickten Wintersport. Ohne Scheiß, wenn ich abends, wenn ich abends dann irgendwie die Tagesschau anschalte oder Tagesthemen und so weiter und so fort, da will ich nicht noch 10 Minuten schwachsinnige Berichterstattung über die Biathlon. Bla, bla, bla. Ey, macht das mit eurem eigenen Sender oder so. Ist vollkommen in Ordnung auch, dass das läuft. Aber es interessiert mich einfach nicht. Weil ich meine, das Ding ist, kann ja alles bei ARD und ZDF laufen. Ich finde es komplett wichtig, dass solche Sportarten auch irgendwo gefeatured werden. Wir hatten es eben mit Handball. Da ist es wichtig, dass die halt auch gezeigt werden, weil irgendwann stirbt das halt alles aus. Und nur noch monothematisch Fußball geht halt auch nicht. Ja. Und mich interessiert es nur halt einfach nicht. Deswegen diese ausufernden Berichterstattungen und so weiter, Tagesthemen, gehen mir halt mega auf die Nüsse. Das Einzige, wenn wir aber über Wintersport sprechen, Eishockey kann für mich manchmal interessant sein. Ach, und eins habe ich natürlich vergessen, die Paradesportart eigentlich für mich immer im Winter, wenn ich was gucke, natürlich gucke ich die Darts-WM. Also ja, da bin ich Feuer und Flamme dafür. Ja, ja, das läuft aber, glaube ich, dann auch mehr so unter diesem Thema Eventcharakter. Ich glaube, ja. Es kommt halt auch wirklich drauf an, in welcher Situation man das guckt. Also
so Event gucken mit anderen Leuten irgendwie zusammen zu Hause oder auch irgendwie in der Kneipe oder irgendwas, das ist ja nochmal ein komplett anderes Thema als jetzt wirklich zu Hause vorm Fernseher alleine. Ja, also ich glaube, das muss man an der Stelle schon einfach auch unterscheiden. Aber, stimmt, ja. Aber genau das ist auch ein Punkt, denn ich gucke mir viel mehr andere Sportarten an, wenn ich zum Beispiel Olympia schaue. Also da gucke ich auch Sportarten, die mich sonst vielleicht nicht so faszinieren würden, aber während dieser Zeit, in diesem Zeitraum empfinde ich gewisse Aktivitäten durchaus als ansprechend. Also das muss ich schon sagen, deswegen für mich auch wichtig, dass das Olympia immer wieder übertragen wird, ja. Und ich dann neben dem Ringen gucke ich natürlich auch rein, aber da interessiert mich auch, wie es beim Schwimmen läuft oder auch natürlich der 100-Meter-Lauf und so weiter. Auch, also das ist wirklich etwas, was ganz wichtig ist, um den Breitensport, oder was heißt Breitensport, ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck, um andere Sportarten für mich als Otto-Normal-Zuschauer auch irgendwie ein bisschen verdaulicher zu machen. Ja, das hast du dann aber auch 2026 mit der Fußball-WM, da wirst du auch jede Menge anderen Sport sehen. Ja. So, ich habe mal versucht, die Fragen im Vorfeld ein bisschen zu clustern. Und wir haben eine Menge Fragen. Also wenn ich das hier so grob durchscrolle, dann sind es bei mir fast 4 DIN A4 Seiten, die wir hier heute Abend durchgehen werden, meine Damen und meine Herren. Von daher lehnt euch zurück. Wir fangen an mit der Kategorie Fragen an uns. Das waren jetzt keine Fragen, die man irgendwie anderweitig zuordnen kann. Ansonsten haben wir noch Fragen zum Podcast, Fragen zur Eintracht und Fragen zum Fußball-Bundesliga im Allgemeinen. Fangen wir mal an mit der ersten, mit den weiteren Fragen, und zwar diesmal von dem Herrn SG Ego. Und so, Grüße gehen raus. Und er möchte einmal wissen, wie haben wir denn die Feiertage verbracht und warum gab es keine Live-Schaltung zwischen unseren Silvester-Locations? Das mit der Live-Schaltung kann ich relativ einfach beantworten, weil wir auf dem Kaff waren, wo es kein Internet gibt. Gibt es das noch? Ich wirklich, hätte ja nicht teilnehmen können, weil ich habe dafür gesorgt, dass es an Silvester Internet gibt. Nur nicht ich da, wo ich war. Gearbeitet. Ja, du hast gearbeitet? Ja. Okay. Dennis war bestimmt auf der Autobahn? Nein. Ich war tatsächlich nur bei Verwandtschaft gewesen. Und Marvin hat Darts-WM geguckt und den Hund rausgeführt. Leider war ja an Silvester kein Dart, sonst hätte ich das auf jeden Fall geguckt, nach den letzten Tagen, als ich komplett abgegangen bin, jedes Match eigentlich total abgefeiert habe. Also es gab spektakuläre, weniger spektakuläre, aber an Silvester war es im Endeffekt ganz ruhig. Der Hund hat zum ersten Mal Silvester erlebt und da wussten wir nicht genau, wie er jetzt genau reagiert. Und ich habe mittags Sushi geholt und abends einfach nur auf der Couch gesessen, ein bisschen was geguckt, ganz relaxed und irgendwann Gin Tonic gemacht. Und von 23.30 Uhr bis 1 Uhr war der Hund dementsprechend ruhig. Danach wurde es ein bisschen blöder, weil irgendwelche Menschen, natürlich wie das halt so ist, alle 10 Minuten auch nach 1 irgendwie Böller geschmissen haben. Das hat den Hund ein bisschen verrückt gemacht. Aber alles kein Ding. Ich konnte ja die Tage danach noch schlafen. Also es war ganz relaxed. Wir hätten von mir aus eine Live-Schalte machen können. Aber trotzdem sehr lustig, dass gerade der Mensch, der bei der Telekom arbeitet, in Kaff geht, wo kein Internet ist. Ja, ja, gibt's halt auch. Ja. Ich fand das jetzt auch nicht so tragisch. Wir haben mit Freunden zusammen gefeiert, mit so dem Klassiker Raclette und Bleigießen und allem. Das war eigentlich recht angenehm, mal so ein bisschen sich auf das konzentrieren zu können, was dann da um einen rum passiert. Und der Vorteil war halt, dass halt gerade die am Hang wohnen, wo du halt einen wunderbaren Weitblick hast. Wir haben fast bis nach Köln gucken können. Und dann siehst du natürlich auch einiges an Feuerwerk da hochgehen. Das ist natürlich dann auch nochmal eine Nummer wert. Nicht schlecht, ja. Weiter geht's mit Fragen von dem Herrn Schlappeschampes. Der möchte zum einen wissen, und das sind gleich mehrere Fragen, von daher stelle ich sie einzeln. Habt ihr ein Ritual, welches ihr vor einem Stadiongang vollzieht? Vorglühen ist ausgenommen. Dennis. Ja. Oh je. Jetzt wollte ich gerade sagen, erstmal ein Rossmann im Bahnhof auf jeden Fall, weil perfekte Preise, muss man wirklich sagen. Lasst euch nicht im Früchteparadies oben abzocken. Rossmann hat auch eine gute Auswahl. Wenn das aber nicht zählt, ist das Einzige, dass wir immer noch aufstehen, mal versuchen, im Endeffekt so die typischen Bekleidungsstücke natürlich mitzunehmen. Spezieller Schal, spezielle Montur fürs Stadion, das muss natürlich sein. Aber mehr andere Rituale habe ich eigentlich nicht. Die Kleidung und die Schals und so, die wechseln aber auch immer, weil die sind ja auch irgendwann verbrannt. Nach dem Abstieg konnte jetzt zum Beispiel der Schal erstmal nicht mehr benutzt werden.
So der Schal, den ich mir beim Aufstieg gekauft habe, den konnte ich aber dann auch nicht mehr nehmen, weil das war ja der Aufstiegsschal und wir steigen ja nicht mehr ab, deswegen brauchen wir ja keinen Aufstiegsschal mehr. Das macht Sinn, ja. Genau, deswegen wechselt es häufiger mal. Aber Rituale habe ich eigentlich auch nicht. Aufstehen, anziehen, Bahn setzen, hinfahren. Toilette gehen, ja. Ja, also ganz ehrlich, bei mir ist es auch nicht mehr, weil alles mit Vorglühen nicht zählt und dann ist das alles jetzt schon sehr beengt. Weil wir könnten jetzt noch sagen, ja, aber wir können jetzt sagen, treffen uns meistens noch da im Hexenhäuschen, aber das hängt dann leider auch wieder mit dem Verbotenen zusammen. Also insofern, ich habe kein großartiges Ritual. Ich war früher aber wesentlich getriebener, was das anbelangt. Also gerade wenn wir so eine Serie hatten, wo es vielleicht ganz gut lief, dann habe ich mich teilweise schon daran zurückerinnert, oh, mache ich das jetzt am besten wieder genauso, ziehe ich wieder genau das gleiche Trikot an oder den gleichen Schal und so. Irgendwann habe ich mich davon komplett gelöst, weil Fußballfans sind in der Regel ziemlich abergläubisch. Das ist aber für den Alltag nicht unbedingt förderlich. Und irgendwann habe ich gedacht, reicht. Ja. René, bei dir? Ach, nee, eigentlich auch nicht so wirklich Rituale. Früher hat man das dann schon eher so ein bisschen, nee, aber eigentlich auch nicht. Also, nee, so das Übliche. Man fährt hin, man trifft sich vorher mit ein paar Leuten, man unterhält sich, man geht rein, nimmt seinen Platz, holt sich was zu trinken. Nee, eigentlich so, ich denke, relativ normaler Ablauf. Nee, sonst nichts. Wir sind ganz schön langweilig, ne? Wenn man sich anhört, was unsere Rituale sind, was wir Silvester gemacht haben. Boring. dann werden wir da jetzt mal kreativer. Die nächste Frage ist nämlich, wenn wir einen Eintracht-Fanclub gründen würden, der hätte dann den Namen? Frau Alex, sagen Sie. Eintracht-Podcast-Fanclub? Ja, wow. Boring. Nee, das war langweilig. Ja, nee, da geht alles. Also ich glaube, da geht jetzt echt alles, ja. Nee, erst dann mit den frechen Dachsen. Ich glaube, es ist auch schon overused. Overused mehr oder weniger. Ja, nee, vielleicht irgendwie die Spielo-Cowboys oder irgend sowas, keine Ahnung. Drunken Guys hätte ich ja gesagt, aber es darf ja hier nicht zu viel mit Alkohol zu tun haben. Nee, ich denke, ist das nicht genderkonform? Nee, ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen bin ich da wieder raus. Also. Weil wärst du doch dann essentielles Gründungsmitglied. Zwar nie anwesend, aber Gründungsmitglied. Ja, das ist richtig. Also ich weiß nicht, ja, das Schlimme ist, es würde genauso langweilig sich anhören, so irgendwas mit Eintracht-Podcast oder so. Aber wir hätten natürlich auch die EP Spielo-Gangster oder so, der irgendwie doch noch gepasst, keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Vielleicht scheitert es genau daran. Aber wisst ihr was, wenn wir irgendwann mal dazu kommen sollten und uns wirklich als Fanclub gründen, dann dürfen wir auch T-Shirts drucken und verkaufen. Ich will es nur noch mal sagen. Nie wieder. Na gut. Auch dazu kommen, glaube ich, noch Fragen nachher. Aha. Nächste Frage. Welche Podcasts außer den üblichen Verdächtigen Rasenfunk und 93 hört ihr regelmäßig? Also da könnte ich jetzt anfangen mit meiner Liste, dann sitzen wir aber allein bei der Beantwortung dieser Frage wahrscheinlich in der nächsten Stunde noch hier, weil ich glaube ich irgendwie 120 abonnierte Podcasts in meinem Podcatcher habe, von denen ich einen Großteil auch regelmäßig höre, was dazu führt, dass ich glaube ich noch 70 ungehörte Folgen habe. Und ich höre schon relativ viel so über den Tag verteilt, von daher würde ich das Feld da jetzt mal komplett euch überlassen. Dennis. Puh, also ich habe noch einen von HR4 abonniert, über Wissen, alltägliches Wissen, 30 Minuten, ist aber, der alltägliches Wissen ist auch schön, kommt nämlich nur einmal die Woche. Nein, aber ist wirklich ganz interessant, Sport-Podcast, das war ja jetzt die Klassiker, mehr habe ich auch nicht, also da komme ich auch sonst zu gar nichts. HR4. Vorher über Boring beschwert, dann kommt HR4. Okay. Ist saugeil, ohne Mist. Ich finde das total, total entlarvend hier. Und den musst du ja wahrscheinlich jetzt googeln. Nein, Spaß. Ja, Marvin, dann pack du doch mal aus. Was hast du noch so in der höheren Liste? Fest und flauschig im Endeffekt. Ne? Also Schulz-Böhmermann, was ich sehr oft höre und eigentlich für mich als Wrestling-Fan eigentlich zum alltäglichen gehört, ist der MLW-Podcast, also vom Strigger, ein guter Freund von mir, der halt aber komplett durch die Decke geht und als alter Fuchs mittlerweile im amerikanischen Raum für Furore sorgt. Also das ist ein Podcast, der heißt Eastern Lariat. Und dann natürlich
Podcasts sofern verfügbar. Das ist für mich durchaus auch noch relevant. Ansonsten müsste ich jetzt überlegen, es sind ein paar Dinge dabei, die unregelmäßig passieren. Aber das war jetzt von den Dingen, die ich mir auf jeden Fall anhöre. Hast du noch irgendwas, Alex? Ich muss ja zugeben, dass ich gar nicht so der Podcast-Hörer bin. Ja, genau. Ja. Das interessiert mich nicht so. Das ist nicht so mein Format. Bist mehr so der Offline-Typ. Ja, ja, ja. Das ist alles nicht so meins. Ich habe eine Zeit lang immer die Freakshow gehört. Aber das, ja. Ja. Ich weiß halt nicht wann. Also ich habe morgens 20 Minuten zur Arbeit. Dafür sind Podcasts in der Regel zu lange. Ja. Ja, aber deswegen hört man die ja über mehrmals. Da weiß ich ja schon nicht mehr, was die gestern gesagt haben. Ich glaub, die Alex, die hört auch andere Leute nicht so gerne reden, die will selber reden. Mir fällt es schon schwer, euch ausreden zu lassen. Ja. Ach, großartig. Der Richard hat gerade eben im Slack noch einen wunderbaren Namen für einen Eintracht-Fanclub gepostet, nämlich Adler vom Internet her. Ja, das ist sehr großartig. Gut, auf jeden Fall. Gut. Und der Herr Bierernst kommentiert zur Podcast-Variante, dass der Rasenfunk Royal ja schon für ein paar hundert Pendelfahrten reichen würde. Aber dann, es ist halt auch genau der Punkt. Ja, dann dürfte ich jetzt nicht mehr fahren, weil ich habe ihn schon durch. Ja gut, dann musst du aufhören zu fahren. Aber es ist ja wirklich genau der Punkt. Denn mit dem Rasenfunk, wenn du den einigermaßen dauerhaft hörst, dann ist es und ist das für mich auch schon zeitlich ausreichend. Ja, denn ich gucke halt noch andere Sachen, vielleicht mal eine Serie oder so und bin beim Wrestling up to date und dann bleibt dir halt nicht mehr ganz so viel Zeit. Ne? Und da kannst du auch anderthalbfach hören. Irgendwann ist die Zeit einfach vorbei. Hm. Ja, das stimmt. Ja, ich teile mir die halt immer so ein bisschen auf. Ja? Aber ja, 20 Minuten habe ich halt auch zum Arbeitsweg, aber vorher nochmal 20 Minuten mit dem Hund und abends nochmal irgendwie eine Stunde mit dem Hund. Und ich bin ja auch einer von den Bekloppten. Ich höre das Zeug ja auf zweifache Geschwindigkeit, dann geht halt auch einiges mehr durch. Na gut, aber wenn das für dich, ja, wenn das für dich funktioniert, ist es okay, ja. Was ich für Leute kenne. Da werde ich wahnsinnig, ja. Ah, vielleicht ist das andere Thema eher was für dich, Alex. Man fragt nämlich auch, was wären drei aktuelle Lieblingsbands/Musiker? Da ich wenig Musik höre, weil ich halt so viele Podcasts habe, bin ich bei der Nummer halt wieder raus. Aber Frau Alex ist dann vielleicht eher so der Musikmensch. Boah, jetzt wird es aber schwierig, mich da auf... Also ich hab so ein breites Spektrum. Ich hör gern so alte Sachen. Ich höre zum Beispiel gern Dire Straits. Cool, sehr cool. Mhm. Ich bin, keine Ahnung, im April auf dem Iron Maiden Konzert, also Iron Maiden und so Sachen, das hat auch großartige, keine Ahnung, Metallica, also so die alten Rocksachen. Okay. Sehr cool. Auch so, also keine Ahnung, auch so deutschsprachige Sachen, keine, also irgendwas wie Klaus Lage oder auch die neueren Sachen, die so rauskommen oder ja. Mhm. Dennis, bei dir? Auf jeden Fall Nirvana, dann auf alle Fälle Snoop Dogg, höre ich total gerne. Endlich halt auch, kommt man hier die Langeweile raus. Du bist dann halt auch schon richtig tight der Gangster, das muss man schon ja, sagen. Ja, genau. Dann Marvin, du weißt ja, Sean Paul fand ich auch sehr, sehr gut. Genau, so ist es. Aber ja, an sich sonst noch Deichkind, muss ich wirklich sagen, höre ich eigentlich auch ganz gerne. Ah, sehr geil. Das ist sehr, sehr wilde Mischung auch, aber an sich... Ja, so ich, wild jetzt eigentlich nicht. Ja, stimmt. Mhm. Eher ja, also, boring. Nö, also boring auf keinen Fall, gefällt mir. Also der Snoop Dogg, der haut halt schon raus. Ne? Also wenn man dich sieht, Dennis, denkt man auch direkt so, Alter, das ist ein Buddy vom Snoop. Ich stelle mir gerade vor, wie Dennis mit der Goldkette da und in seinem Auto sitzt, den Arm so ganz lässig aus dem Fenster. Und durch Frankfurt. Hast du den Wackeldackel gemacht dabei? Genau, genug Kilometer, wenn ja gefahren. Ich habe das alles vor meinem geistigen Auge. Ich glaube, ich habe dich auch schon mal mit Goldkette gesehen. Du hast früher mal eine gehabt, ne? Kann das so sein? Mit so Strasssteinchen besitzt. Das habe ich immer noch. Du hast immer noch eine, ja, genau. Ich bin, ja. Ne? Oh, ab, ja, also, und sich auf. Jetzt, mein Musikgeschmack ist ziemlich breit gefächert. Also ich höre vielleicht nicht ganz so viele Podcasts, aber dafür umso mehr Musik. Ist auch schwer einzuordnen. Ich würde schon sagen, dass es eher so im Elektro-Indie-Pop-Bereich ist.
Also die absolute Lieblingsband auf jeden Fall Depeche Mode und alles, was halt sich darum anordnet, aber genauso gut auch Nick Cave. Schon also eher englischsprachige Musik, mit deutscher Musik kann ich eher im Rap-Bereich was anfangen, also wenn wir bei Frankfurt bleiben und natürlich Moses Pelham, der für mich einer der Wegbereiter deutschsprachiger Musik war. Übrigens auch Falco, ja, das ist halt auch, das ist schon seit ewigen Zeiten einer meiner absoluten Favoriten, kann ich auch hoch und runter hören. So ganz aktuell, ja, wie gesagt, ganz aktuell irgendwie höre ich auch manchmal Adele gerne. Also da gibt's schon richtig viel Gutes. Und ich glaube, das habe ich ja letztens in einem Blogbeitrag geschrieben, dass uns Lady Gaga noch ganz lange ganz viel Freude bereitet, wenn sie einigermaßen fit bleibt. Denn auch wenn die hier Charts Queen. Ja, ne, es ist eigentlich gar nicht so wirklich Charts, aber bei Lady Gaga erkenne ich halt in einer gewissen Art und Weise das künstlerische Talent wieder, was irgendwie durch den Tod von David Bowie und so verloren gegangen ist. Auch wenn das in einer gewissen Art und Weise manchmal ein bisschen bemüht wirkt, aber sie kann da von dem rein musikalischen auch nochmal in andere Bereiche reingehen, sei es im rein künstlerischen, auch im Modebereich. Also und das, also auch gesellschaftlich Punkt, ja. Einwirken. Ja, auch Alicia Keys hat ein sehr gutes Album released. Also es gibt wirklich richtig gute Musiker, gerade auch im aktuellen Bereich. Denen muss man nur die Zeit geben, aber natürlich traue ich immer noch einigen Sänger und Sängerinnen hinterher, die es jetzt nicht mehr gibt. Amy Winehouse hätte ich heute auch noch gerne gesehen. Ja, aber gerade im letzten Jahr sind da ja wirklich extrem gute Musiker gegangen. Ja, genau. Mich wundert es, dass keiner von euch die Fantas gesagt hat, weil wenn ich mal Musik höre, dann ist das eigentlich schon eher so oft irgendwas, was dann mal läuft. Ist ja auch so ein Stück Musikgeschichte. Ja. Also die Fantas sind natürlich, also bei mir ist es halt so, musste früher irgendwie gedanklich wählen zwischen Fantas oder der Moses Pelham, ja? Und weil es halt zwei ganz konträre Richtungen waren, der einen eher so auf die Fresse, ja, und die anderen halt immer so, fände ich trotzdem cool. Also ich mag die auch und die sind alle so super sympathisch, aber für mich war halt so ein bisschen das Prolligere mit Moses Pelham und höher, schneller und weiter und hat auch also so gefühlt einfach mehr eins auf die Fresse gegeben und das war halt so für mich eher der Ansatzpunkt. Aber natürlich ganz klar, die Fantas, da habe ich auch massiven Respekt vor und Smudo, ja, der ist ein geiler Typ einfach. Ja, ich hätte das nicht erwähnen sollen. Richard schreibt gerade im Slack, dass er durch die Fanta 4-Nennung gerade eben seine Patreon Beitrag hat. Ja, dann ist es eben so. Ich stehe dazu. Nächste Frage, wenn wir das Angebot an Getränken und Essen im Waldstadion bestimmen könnten, wie sähe das aus? Vielleicht nennt jeder einfach. Bierbecher wären auf jeden Fall gefüllt voll. Bis zum Eistisch. Das wäre die erste Veränderung, die ich einführen würde. Ich empfehle dafür einen etwas längeren und auch schon etwas älteren Blogbeitrag bei uns, wo die Alex sich mal gehörig darüber ausgekotzt hat. Und jedes Mal, wenn man mit ihr im Stadion ist, ist es ein sehr wichtiges Gesprächsthema. Es fuckt mich auch jedes Mal aufs Neue wieder ab. Und ich bin halt auch zu dämlich, um da, also auch wirklich mal, ich hatte ja auch in dem Blogbeitrag damals geschrieben, so, und ich verzähle jetzt einfach nichts mehr. Das funktioniert natürlich ein. Ich wollte gerade sagen, das hält genau bis zum nächsten Spieltag und der erste Satz ist von wegen 5 Bier. Ja. Und dann rächt man sich auf, dass es wieder 25 Euro kostet. Für halbvolle Becher, wohlgemerkt. Ich würde einfach den Preis reduzieren. Also ich meine, wenn ich irgendwas dazu sagen hätte, weil es einfach frech ist und auch das ganze Pfandsystem, ich denke, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, das sind alles Unmöglichkeiten, die da von sich gehen. Aber jetzt nochmal vom rein kulinarischen Aspekt, ja, also ich würde auch mal ein bisschen besseres Bier ausschenken, das ist natürlich in den Massen ein bisschen problematisch. Und ich würde Alternativen mir überlegen, ja, Apfelwein, das ist gut, ja, aber gut, andererseits, so viel kannst du halt auch nicht mehr anbieten. Dann kannst du nicht sagen, hier ein Campari Soda oder sowas, ja. Nee, aber man gute Jägermeister oder so, ne? Also es gibt ja nicht. Da setzt sich aber halt einige ordentlich um. Also ja. Das wollen sie, glaube ich, damit verhindern, ne? Das wollen die wirklich damit verhindern. Das ist ja genau das Problem. Also natürlich würde ich das irgendwie sympathisch finden. Also können wir unseren Alkoholkonsum nicht kontrollieren. ich glaube, die absolute Mehrheit von den Leuten kann es nicht. Aber also so bezüglich Essen würde ich sagen, mal ein paar Foodtrucks und zwar mehr Foodtrucks, noch mehr Auswahl, noch mehr, ja, individuell auch mal mehr Variabilität. Also sind ja immer, sind ja ein paar gute da,
Ne? Aber da könnte ruhig noch ein bisschen mehr passieren, gerade weil es ja ein Hype ist, gerade auch mit Food Trucks, das geht heute immer und überall und die Leute sind auch bereit, dafür ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Schade, dass da nicht noch ein bisschen mehr gemacht wird. Ja, und da musst du aber auch überlegen, wie mache ich das mit dem Bezahlsystem, ne? Also muss ich jetzt dann, weil ich jetzt auf dem Gelände bin, alles dann damit bezahlen oder kann ich noch das normale Geld verwenden? Ja, aber ich stimme dir da schon zu, also diese eine größere Variabilität in Sachen Foodtrucks wäre auf jeden Fall wünschenswert. Das hätte dann auch zur Folge, dass du nicht bei einem 30 Meter anstehen musst, ne? Genau, ja, das stimmt. Genau. Ja, umso mehr. Ja, aber ansonsten, also ich finde es schon ganz okay, was die machen, ne? Also die Bratwürstchen, die du drin kriegst, die sind in Ordnung. Ich finde halt diese Schwenkgrills ganz cool. Die haben mittlerweile diesen Burger-Foodtruck, der echt lecker war. Schade, dass der diese Chips nicht mehr hat. Du kannst einen Crepe oder so essen. Also ja, das geht schon. Also gibt's Schlechteres. Ja gut, man muss aber auch dazu sagen, wir reden hier von einem Fußballstadion. Also man geht ja nicht dahin, um jetzt irgendwie hier so ein Drei-Sterne-Essen da irgendwie zu kriegen, sondern geht ja eigentlich eher um das, was auf dem Platz stattfindet. Ganz klar, aber, und hier gibt es einen Punkt, wir reden ja aber auch über Menschen, die nicht immer nur Fleisch essen, ja? Ja gut, das stimmt. Und für Fleischesser ist das egal, ja, weil du hast genügend Auswahl. Aber wenn wir über die Foodtrucks reden, Martin hat auch gesagt, es gibt ja eigentlich genügend Foodtrucks, aber wenn du dann da sagst, okay, du gehst als Vegetarier dahin, ich will ja nicht sagen, dass irgendwie Veganer jetzt dahin gehen, weil die müssen sowieso damit rechnen, dass es einfach schwierig ist. Aber selbst wenn du sagst, du isst kein Fleisch, hast du im Stadion in der Regel entweder die maximale Lust auf eine halbtrockene Käsebrezel, ja, wo dann zum Teil dann noch Speckkrüstchen drauf sind, die irgendwie ein anderer dort vergessen hat. Oder du kannst halt sehen, dass du das Weite suchst oder davor und danach einfach was isst. Und da ist halt einfach das Problem da. Da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass die Burrito-Band, ich glaube, die waren zum Beispiel schon mal da, ich weiß nicht, ob die ja dauerhaft da sind, die haben immer einen guten Burrito, der ist auch nicht billig, aber den kannst du auch in der vegetarischen Ausführung oder sogar veganen Ausführung haben. Wenn du solche ein, zwei Zusatzangebote noch hättest, dann würdest du, glaube ich, einen größeren Kreis auch ansprechen, denn du dürfen nicht vergessen, in einer gewissen Art und Weise geht es hier auch um gesundheitliche Aspekte. Ja gut, und klar, was natürlich auch ein Aspekt ist, den ich gerade eben auch gedanklich so ein bisschen außer Acht gelassen habe, ist natürlich, dass du auch, wenn du sowas hast, auch ein größeres Publikum schon vor oder nach dem Spiel noch halt rund um das Stadion irgendwie haben kannst, weil warum sollten die da hingehen, wenn sie halt quasi im Bereich vor dem eigentlichen Stadiongelände eine bessere oder andere Auswahl haben als auf dem Stadiongelände an sich. Ja. Genau, auch nochmal so ein Aspekt. Jo. Mit welchem Namen sind denn eure Trikots beflockt, wenn überhaupt? Ach, ich mag's nicht mehr sagen. Fängt mit C an? Nee, den hatte ich mir tatsächlich nicht, aber meine, ich habe nie Namen hinten drauf, weil das ist immer so, weißt du, die kommen und gehen und es gab halt einen, in den ich echt große Hoffnungen gesetzt habe. Michael Skippe. eigentlich wollte ich mir Armin Fee draufdrucken lassen. Nee, Sonny Kittel. Ich habe ein Trikot mit Sonny Kittel. Da hatte ich Träumereien gehabt. Also aus dem, was wird, dass der bei der Eintracht bleibt, dass der vom Verletzungspech verschont bleibt. Da war ich guter Dinge. Und habe 15 Euro in den Flock investiert. War eine Fehlinvestition. Jetzt ist mein Trikot wieder leer. Sehr gut. Ich hatte noch nie Beflockung auf dem Trikot. Ich weiß nicht, irgendwie war das immer so ein Thema, was für mich nie so relevant war. Nee. Also wenn Trikots gekauft, dann immer ohne. Vielleicht war ich ja einfach zu geizig für die 15 Euro. Also ich hatte bisher viele Klassiker drauf, also ein Schwegler, ein Russ, ein Meier. Aktuell ist gar nichts drauf, aber der absolute Kracher war Mike Franz, hatte ich mir damals drauf machen lassen. Also das war natürlich ja, mal... Ja, ein Gangster unter sich, ne? Iron Mike. So ist es, genau. Jesus. So ist es, ja, ja. Der Dennis ist ein ganz harter Typ. Mhm. Aber andererseits hat Dennis, wir erinnern uns, einige von unserem Bekanntenkreis noch viel schlimmer getroffen, denn da waren so Zoten dabei, die sich Michael Türk haben drauf machen haben. Oh. Also ich will nur sagen, alles halb so wild, ja. Nee, ja, also, ja, so ist das. Und also Kayo natürlich, darf man nicht vergessen, Kayo, haben wir auch einige. Ja. Also bei mir war es im Endeffekt auch so, dass ich fast nie Beflockung hatte, auch keine Ahnung, ich hätte irgendwann mit Kutscher mal draufmalen lassen oder so, aber was ich mir zuletzt auf dem Trikot hab packen lassen, war Sebastian Jung. Okay. Ja, weil ich gedacht habe, das wird was und auch dauerhaft.
Aber wie das halt so ist, auch manchmal mit Beziehungen, manchmal mit fußballerischen Beziehungen, irgendwann ist halt ein Ende da. Ja, und jetzt krebst er ja zwischen Bank und Reha. Ja, das ist ja dann auch nicht so wirklich geil. Aber ja, schade, dass das nicht so sich so ausgespielt hat, wie ich es mir erhofft hätte. Aber ich glaube, sieht er mittlerweile ähnlich, weil wer weiß, in welchen Sphären er momentan schweben würde, wenn er mal da auch bei der Eintracht gespielt hätte. Hier, der kommt noch zurück. Ich habe da noch 50 € Wetten ausstehen. Ja, aber also bei seiner Verletzungshistorie will ihn halt auch niemand mehr zurück. Der ist ja jetzt erst schon wieder verletzt. Ne? Also ist schon krass. Marvin, du sitzt im Flugzeug oder im Zug neben Freddy Bobic und Niko Kovac. Wie beginnst du das Gespräch? Ja gut, also vielleicht erinnere ich Niko daran, dass wir uns schon mal kurz unterhalten haben. Ansonsten reißt er sein Hemd auf dem No-Bitch steht. Ich hab das Shirt zum Glück nicht. Ja. Also ehrlich gesagt würde ich, glaube ich, gar nicht mit Bobic sprechen. Also ist gar nicht böse gemeint, aber ich wüsste jetzt nicht, was soll ich denn mit dem reden? Also der redet mir so schon genug. Aber vielleicht würde ich mit Kovac kurz ein bisschen plaudern. Dann würde ich sagen, na gut, wie läuft's? Und würde ihn sonst einfach nur zu seiner Leistung aktuell belobigen. Ich glaube, ich bin nie derjenige gewesen, der großartig mit Stars gelabert hat. Ich finde es auch immer diese Anbiederung relativ problematisch, weil ich erstens nicht weiß, was ich mit den Leuten labern soll und mir geht es eher darum, dass die hier ihren Job machen. Punkt aus, ich weiß nicht. Selbst bei Wrestling-Stars halte ich das relativ neutral, außer wenn sie mir auf einer anderen Ebene begegnen und wir beide schöne Schnurrbärte haben oder so. Dennis, gleiche Situation für dich. Du triffst aber auf Heribert Bruchhagen. Oh, Heribert Bruchhagen. Na, da würde ich als Erste, was ich machen würde, ist, wird ihm eine Einladung in Eintracht Podcast anbieten, ob er sie annimmt oder nicht, ob er sagt, was ist ein Podcast? Noch nie gehört. Brauchen wir das? Brauchen wir nicht. Ansonsten, was würden wir mit Heribert Bruchhagen besprechen? Also, ich denke mal, er hat einen guten Job gemacht und wird einfach nochmal mich im Namen der Eintracht für den tollen Job bedanken, angeblich so nie per SMS stattgefunden hat, um nochmal die Brücke zu schlagen zu einem alten, zu einem medial aufgebauschten Thema auch. Muss ich sagen, im Namen der Eintracht würde ich mich bei ihm für die jahrelange super Arbeit bedanken. Ist natürlich etwas blöd gelaufen und auch die Weitsichtigkeit hat ein bisschen gefehlt, aber ob ich ihm das während der Zug- oder Flugzeit sagen würde und Dings, das glaube ich doch eher nicht, nein. Ich finde es total geil, dass du deine Rolle absolut richtig einschätzt, dass du im Namen der Eintracht sich bei ihm bedankst. Ich denke, da hat man ein gewisses Selbstvertrauen. Aber es ist natürlich ein interessanter Unterschied zwischen Zug und Bus. Flugzeug, erst recht, denn ich würde sagen, also bei Langstreckenflügen würde ich sogar den Herr Bobic wirklich ansprechen und fragen, ob ich seine Kotztüte haben darf, denn mittlerweile bei Langstreckenflügen geht es mir nicht immer so gut. Also dann würde ich ihn wahrscheinlich darauf vorbereiten, dass er, wenn er schon nicht meine Hand hält, dass er dann zumindest dann bereit ist, wenn es mir nicht ganz so gut geht. Ja. Was Frau Alex zu Heribert Bruchhagen sagt, wissen wir ja noch alle. Sie nicht weiter bei ihrer Wurst stören. Wow. So viel zum Thema Anbiederung bei Stars. Frau Alex hat das ja alles schon mal mitgemacht. Ja, waren die Fragen des Schlabberschampes. Jetzt geht's weiter mit Fragen von Alex H. Der möchte nämlich wissen, wie haben wir uns alle mal kennengelernt? Das deckt sich auch so ein bisschen mit der Frage, die von Richard, glaube ich, gerade eben aus dem Slack noch kam, genau, der sich umso mehr jetzt dafür interessiert, wie Frau Alex, wenn sie denn keine Podcasts hört, denn auf den Eintracht-Podcast gekommen ist. Ich glaube, ein Großteil haben wir uns kennengelernt damals über Twitter. Twitter, genau. Also ich kenne sowohl dich als auch den Marvin über Twitter. Du hattest irgendwann per Twitter angefangen, deine Idee des Podcasts zu erläutern. Und ich habe dann gesagt, ja, ich mag meine Stimme nicht, aber ich kann dir hin und wieder mal was schreiben, was meine Meinung ist. Und schwupps, war ich drin. Ja. Ja, ja, und Marvin hat sich bei den Stars angebiedert. Richtig. Mit regelmäßigen Audio-Boost. So viel zum Thema, ich mach das nicht. Ja, ihr wart ja keine Stars. Na klar waren wir Stars, wir hatten schon 8 Folgen produziert. Richtig. Ja, okay. Naja, du. Wir waren auf dem Zenit mit 30 Hörern. Ja. Mindestens, ja. Ja. Und Dennis hast du irgendwann genau, und Dennis habe ich über Marvin tatsächlich im realen Leben kennengelernt. Stimmt. Ja, stimmt.
Der war nämlich früher gar nicht in diesem Twitter. Nee, du stimmt, der ja. War, ja. Und hast ihn gleich von seiner besten Seite kennengelernt. Und darüber schweigen wir jetzt mal. Nein, aber ja, oh genau. Je. Ich glaub, nee, also, aber, und Marvin hat mich ja dann hier angeschleppt mal. Ja. Genau, ja. Dennis kenne ich halt als langen Freund der Familie, der Familie, die eine Person ist. Und alter Schulfreund, und deswegen habe ich ja gesagt, und weil er einer derjenigen ist, die sich auch noch im nüchternen Zustand ganz gut über die Eintracht unterhalten können, habe ich gedacht, den könnten wir mal fragen. Kann man mit aushalten. Aber wisst ihr noch, wann das war? 2009? Wir haben 2010, also wir haben 2010 mit dem Podcast angefangen. Ja, genau. Ja, wir hatten ja vorher schon über Twitter den einen oder anderen Kontakt. Ja, das stimmt. Das muss irgendwann so 2008, 2009 gewesen sein. Ja. Also schon recht lange. Das, also bei mir war es definitiv 2009. Ich habe irgendwann mal gesehen, dass ich irgendwie Ende 2009 auch bei Twitter beigetreten bin und bin dann relativ schnell auch im Rüsseltier gefolgt, und die Alex kam auch nicht so spät danach. Ich denke, so Dezember 2009 war da was. Ja, ich habe, glaube ich, 2008 mit Twitter angefangen, und dann genau, ist das immer so ein bisschen mehr geworden, ja. Also irgendwie sowas um den Dreh rum. Ja, und dann entwickelte es sich. Ich glaube, Twitter war aber wirklich so das Hauptmedium auch für hier Resus und die anderen. Das war ja dann auch so genau, das, worüber das gekommen ist. Jesus, Sebastian, ne, den hattest du von der Arbeit, glaube ich. Kollege, genau. Mhm. Da kam das Thema dann irgendwann dazu. Ja. Mhm. Und dann dementsprechend mit Basti, das kennt ihr ja alle, die Geschichte schon, der uns dann auch mal gefragt hat, und wir kamen dann ein bisschen in Kontakt und haben gesagt, hier, komm, ja, erzähl uns da mal über das eine Projekt, was er dann mit der Eintracht hatte, das Video. Fürs Trikot, genau. Trikot-Video-Projekt, und ja, dann hat es ja ganz gut funktioniert, und seitdem ist er auch regelmäßig dabei. Also ja. auch eine Sache, die aus Twitter geboren wurde. Insofern müssen wir schon sagen, dass der Eintracht-Podcast sich hauptsächlich über Twitter konstituiert hat. Also wenn irgendwann Social Media hinfällig ist, weil jeder nur noch Fake News und Hasskommentare postet, können wir zumindest sagen, ein Gutes hatte es. Der Eintracht-Podcast ist daraus entstanden. Aber wir wissen alle, es sind noch viele andere gute Dinge entstanden. Der Rasenfunk hat sich ja auch irgendwo daraus entwickelt. Ja. Nächste Frage. Lieblingsgetränk jetzt ausdrücklich mit Alkohol, Dennis? Gin Tonic. Marvin? Tja, lustigerweise auch Gin Tonic, aber das ist jetzt alles zu langweilig hier, wenn wir immer die gleiche Scheiße labern, ja. Deswegen bin ich jetzt mal ganz gewieft. Craft Beer ist auch immer die gleiche Kacke. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich mag Craft Beer, aber nach 3 Craft Beer schmeckt auch jeder Scheiß gleich. Deswegen sag ich mal, eigentlich so ein guter Strawberry Margarita. Ich bin ja so ein bisschen so der Süße. Alex? Das ist aber auch schwierig, ne? Also da jetzt irgendwie spannende Antworten drauf zu geben. Ich trinke gern mein Feierabendbier. Ich trinke gern Appleboy. Ich trinke gern Mistbällchen dazu. Boring. Gut. Ja. Mistbällchen ist doch gut. Ja. Gell? Aber Mistbällchen ist eine geile Idee. Ja. Ja, wenn ich mal außerhalb Frankfurts unterwegs bin, dann kann auch mal irgendwie ein Tequila dabei sein. Ja, und Gin Tonic geht immer. Ein Wodka Lemon geht auch. Aber das ist ja jetzt auch nett, ne? Mein Leben ist so langweilig. Da kann man doch keinen Podcast draus machen. Leute, stellt mal andere Fragen, Mensch. Aber vielleicht kommt jetzt der René mit einer ganz überraschenden Antwort. Ja, wenn oder was am ehesten geht, ist Whisky. Irisch, schottisch. Eine Herren. Irgendwas in die Richtung. Whisky? Ja. Und wenn es an so Richtung Mixgetränke geht, dann Chunk. Was ist das denn? Ich habe es auch akustisch gar nicht verstanden. Chunk? Chunk, genau. Das ist ein alkoholisches Mischgetränk mit Mate. Ah, okay. Aha. Ja, das ist aber ein guter Punkt. Du sprichst die Mate an, denn Wodka-Mate trinke ich doch sehr, sehr gerne. Also ist jetzt schon länger wieder her, weil ich in letzter Zeit nicht ganz so viel Alkohol getrunken habe. Wenn du mal allein bist. Ich bin jetzt nicht so der Alleintrinker, muss ich sagen, ja. Buh, Marvin. Scheiße, Amateur, ey. Nee, aber doch, Wodka-Mate finde ich schon sehr, sehr nice. Aber dieses Chonk, was kommt denn außer Mate da noch rein? Limettensaft, brauner Zucker, Rum. Alter, das ist ja richtig süßes Zeug. Klingt ja schon eher nach Cocktail. Ja. Also in Mate musst du aber auch einfach 3 Tonnen Zucker reinmachen, damit du diesen Geschmack nicht mehr hast.
Ja, also auch wenn ich mich heute dank Slack mega hip fühle, Mate ist ja echt was, das ist ja wirklich schwierig. Also ja, auf der Arbeit so Eistee-Mate, die kann ich trinken, ohne zu brechen. Ja. Die Feinschmecker hier von. Ja. Frau Alex, dann erzählen Sie doch mal, die letzte Frage vom Alex H. ist nämlich, wie kam es zur Eintracht-Liebe? Da muss ich jetzt schwer atmen, das wird eine längere Geschichte, ich merke. Nee, gar nicht, weil das ist halt nicht so der Klassiker, ich bin ins Stadion gegangen bei dem Spiel, ich kann mich an den Spielstand erinnern und seitdem war ich in die Eintracht verliebt, sondern wenn man hier im weitesten Umkreis irgendwie aus der Region kommt, wie findet man denn seinen Fußballverein, wenn man klein ist? Entweder nimmt man den, der gerade an Platz 1 steht, oder man nimmt den, wo der beste Kumpel auch Fan ist, oder man nimmt den, wo man schon mal im Stadion war. Und so war es auch, ne? Also ich hatte nicht so dieses Wow-Erlebnis und war ab dann verliebt in die Eintracht, sondern es ist eher so, ja, ne, war halt, also ich war halt bei der Eintracht im Stadion, ich fand's gut, war in meiner Nähe. Die hatten, als ich klein war, auch gar nicht so schlecht gespielt. Ja. Da war es die Eintracht. Und durch Dauerkarte und regelmäßiges Hingehen ist es dann tatsächlich irgendwann die große Liebe dabei geworden. Geblieben. Die Partie muss ja irgendwann da gewesen sein, wenn man sich schon eine Dauerkarte holt. Oder so ein langer, schwerwiegender Prozess. Das klingt so ein bisschen wie so eine OP, ja? Ja, irgendwann, ey. Dann, nee, also ich muss sagen, Dennis und ich waren halt immer schon eigentlich so eine Gruppe. Wir haben zumindest gern Fußball gespielt. Ja. Jawohl. Und Dennis hilft mir gerne auf die Sprünge, wenn ich Dinge in meiner romantisierten Vorstellung verzerre. Aber wir haben immer schon gern Fußball gespielt, haben auch bei Wind und Wetter draußen gespielt. Am liebsten waren wir auf dem Kunstrasenplatz. Die Spiele, meistens war ich im Tor, das hat seine wirklichen Gründe. Auf vereistem Platz, ja, wo wir die grauseligsten Partien hatten, aber es war immer geil war. Und irgendwann war es auch so, dass wir gesagt haben, relativ jung noch, gehen wir mit einem wesentlich älteren Bekannten von uns, der Bruder von einem gleichaltrigen Kollegen war, mal ins Stadion. Ich glaube, da war auch der Vater dann dabei. Und dann sind wir zum ersten Mal, zum ersten Mal in einer größeren Gruppe auch mitgegangen. Ich glaube, es war Geburtstag oder irgend sowas in diese Richtung. Ja, genau. Und da muss ich sagen, die Atmosphäre hat mich schon begeistert. Ich war nie so, also dann am Anfang nicht so totaler Fußballkenner, aber das ist dann doch relativ schnell gewachsen. Weiß auch gar nicht warum, aber ich glaube, wenn du zum ersten Mal so das Stadion siehst und dann auch die Stimmung mitbekommst, die damals dann auch schon ganz gut war, habe ich schon alles relativ schnell aufgesaugt. Und dann wurde das natürlich in diesem Kollektivverbund eigentlich so ein Selbstläufer, Dennis, oder? Ja, so ist es auf jeden Fall. Bei mir ja ähnlich, gleicher Anfang, dann relativ schnell, ich weiß gar nicht, warum wir das nicht zusammengeordnet hatten, damals die Dauerkarte direkt am Anfang, aber ja, dann stimmt, ja relativ ja. Früh dann sofort die Dauerkarte nachgeschoben und dann ja versucht, die Schäfchen einzusammeln. Worunter du ja auch dann gezählt werden kannst mit Dauerkarte, genau, ja. Und so weiter. Also hat ja alles gut geklappt und macht mir auch heute noch großen Spaß in der Gruppe. Ja. Also es ist halt auf jeden Fall für uns auch immer so ein kollektives Moment gewesen. Ne? Also auf der einen Seite, ich glaube nicht, dass es so gewesen wäre, wäre ich jetzt total alleiner Fan gewesen. Ja? Es hing schon großartig damit zusammen, dass wir in einem Kollektiv irgendwo waren, was auch noch andere Einflüsse hatte. Unser Freundeskreis war eben nicht immer der gleiche, sondern da gab es auch von dir vom Ort halt ein paar, die dann noch dazu kamen und so und die auch dann auch schon gleich die Dauerkarte hatten. Und mit Freundeskreis und dem Aspekt Fußball ist es dann so geworden, dass wir regelmäßig hingefahren sind und das zu unserer Wochenendbeschäftigung gemacht haben. So ist es. René, jetzt bist du dran. Ich bin da wirklich, glaube ich, auf dem ganz klassischen Weg irgendwie rangekommen. Wir haben damals auch oft uns irgendwie auf dem Bolzplatz getroffen und Fußball gespielt und hatten samstags dann, weil einer mal irgendwann damit angefangen hat, immer ein Radio mit dabei und haben dann halt die Eintracht-Spiele immer so live im Radio mitgehört. Und irgendwann haben wir dann aufgehört, Fußball zu spielen, weil wir uns quasi nur noch das Spiel angehört haben. Und dann ging das halt irgendwann so, dass wir halt irgendwann der Bruder von einem Kumpel von mir, der hatte dann
war schon etwas älter und ging dann halt ins Stadion und dann sind wir dann irgendwann mit dem mal mit und dann wurde die Gruppe halt immer größer und dann ist das so geblieben. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass mein Vater früher, auch wenn, dadurch, dass er auch in Frankfurt geboren ist, wenn er ins Stadion gegangen ist, mit seinem Vater halt damals auch zur Eintracht gegangen ist. Also es ist halt auch in der Familie immer eigentlich die Eintracht gewesen und nichts anderes. Von daher. Tradition weitergeführt. Quasi, genau. Ja, das gucken wir mal, wie weit ich da mit meinem Sohn komme. Zumindest angemeldet Vereinsmitglied ist er immerhin schon mal. Das ist schon mal gut, ja. Damit sind die Fragen von Alex Hadern auch schon durch und dann machen wir weiter mit einer Frage von Faris. Er möchte wissen, was wir beruflich machen. Frau Alex, Sie machen da nichts mit Internet, oder? Was mit Computern. Ich mache was mit Computern. Das hätte man jetzt nicht erwartet. Ich arbeite bei einem Hosting-Anbieter, also eine Firma, die professionell Webseiten betreibt. Also wir erstellen die nicht, sondern wir kümmern uns darum, dass die 24/7 ständig am Laufen sind. Ja. Deswegen auch arbeiten an Silvester, damit andere Leute nachts um kurz vor 12 sich noch schnell Schuhe kaufen können. Richtig, weil an Silvester gab es nämlich, falls das jemand mitbekommen hat, dieses Jahr eine Schaltsekunde, die eingeführt wurde. Ja. Ach ja. Und das mögen Computersysteme nicht so. Es gab nämlich an Silvester die 23:59:60. Ja, ja, okay. Dann gehen die Dinger ja in die Binsen. Ja, okay. Herr Dennis. Ich arbeite bei einem Sachverständigenbüro für Immobilien, Patent und Unternehmensbewertung. Klingt absolut uninteressant und ist auch leider teilweise etwas trocken. Und ja, so ist es halt. Habe ich mir nicht, habe ich es mir schon ausgesucht, aber ja, ist jetzt auch. Ich bin jetzt mal ruhig, sag jetzt gar nichts mehr zu. Es wird nicht besser. Kann nur schlimmer werden. Marvin? Ja, also ich bin übrigens immer noch Student. Das hat sich übrigens, glaube ich, in den 6 Jahren Podcast nicht geändert. Das ist auch in der Tat richtig. Auch wenn es unterschiedliche Fachgebiete sind und mittlerweile auch Journalist und ansonsten Übeltäter der sozialen Medien, also im Endeffekt auch Social Media Manager, wenn ich gebraucht werde. Aber Journalist ist mein Brötchenberuf und den ich übrigens auch unglaublich gerne ausführe und absolut herausragend finde und je nach Arbeitgeber einem auch unglaublich viele tolle Möglichkeiten bietet. Und ich glaube, liebe Leute, 2017 wird ein ganz gutes Jahr. Ja, was ich beruflich mache, hat Marvin ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ich arbeite bei der Telekom und da allerdings nicht so klassisch irgendwie in Vertrieb oder Technik, sondern in der Tat in der Weiterbildung und erkläre anderen Menschen, wie Dinge zum Beispiel rund um dieses Internet funktionieren. Mal mit mehr, manchmal mit etwas weniger Erfolg, aber das gehört glaube ich auch dazu. Klingt interessant eigentlich, ja. Jetzt haben wir eine Frage, die kommt von Markus und richtet sich allein an Marvin. Die da lautet, zum Spiel gegen Hoffenheim wurde ein Tweet von Marvin zu Vallejo im Stadionmagazin Eintracht von Main abgedruckt. Wie viele Exemplare hast du dir daraufhin gekauft und an Weihnachten an Freunde und Familie verschenkt? Kein einziges. Warum nicht? Und weil ich das überhaupt nur durch Dritte erfahren habe. Ich habe kaufen, ehrlich gesagt, kein Stadionmagazin. Wenn, dann sollen sie es mir zuschicken, wenn sie meint, dass mein Tweet so geil war. Nö, ich habe mir keins gekauft. Fand es aber natürlich ganz cool, dass es drin stand. Aber insbesondere fand ich schön, dass andere das entdeckt haben und mich darauf aufmerksam gemacht haben. Wird der Tweet hier auch vorgetragen? Ja, oder? Ich müsste ihn jetzt raussuchen. In der Tat, er war der okay. Frage nein, nicht nein, drin. Nein, 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 dann ist es okay. Ich kann dir ungefähr sagen, was macht Alejo, warum ist dieser Vallejo so geil und warum spielt er überhaupt bei der Eintracht? Also so nach dem Motto. Sinngemäß. Hm, okay. Was, ich glaube, es war sogar ziemlich so wörtlich irgendwas in die Richtung. Ja, genau. Und ja, hat mich gefreut, aber ist halt auch nur ein Mikrokosmos. Aber trotzdem vielen Dank für die Frage. Es hat mich sehr gefreut, dass du das gesehen hast. Damit haben wir in der Tat die erste von 4 Seiten an Fragen auch schon abgearbeitet. Ich finde es eigentlich ganz geil. Also das können wir gerne weitermachen. Weiter. Gut. Müssen wir ja. Der nächste Block, weiterhin Fragen an uns, kommt von Mino2795 und er oder sie möchte wissen, ob wir außer der Eintracht noch einen kleinen anderen Herzensverein haben. Ja. Ja? Rot-Weiß-Walldorf.
Du hast ein kleiner Verein. Er spielt in der Gruppenliga Darmstadt. Mhm. Der SV Mattersburg in Österreich. Ich wusste, dass der kommt. Also seit einer 93-Folge wäre ich ja für Admira Wacker. Ja, also bei mir ist es auch so ein bisschen noch in ganz geringem Maße. Mattersburg, muss ich sagen, waren ja ein paar Mal da, haben dann irgendwie so ein bisschen emotionalisierte Beziehungen dazu, auch wenn die allein durch diese grauseligen Ergebnisse in der letzten Zeit immer wieder auf die Probe gestellt wird. Ich muss sagen, bei mir ist es fast eher personenabhängig. Ich komme nicht umher, um gewisse Personen im Fußball einfach gut zu finden, sympathisiere deswegen damit. Das heißt also, wenn Klopp irgendwo Trainer ist, dann muss ich das auch interessant finden, einigermaßen. Ich fand die Dortmunder Zeit von Klopp ganz gut, war da auch einigermaßen Fan. Jetzt kommt natürlich das absolute Kontraprodukt mit Tuchel, also jetzt vom Menschlichen her, der sich aber anscheinend auch ein bisschen gemacht hat. Also auch da muss man die Kirche im Dorf lassen. Schau jetzt öfter mal nach Liverpool. Ansonsten grundsätzlich finde ich den FC Arsenal sehr sympathisch und grundsätzliche Sympathien hege ich auch mit dem FSV Frankfurt, natürlich aus regionalen Gründen, wenn ich öfter mal hingehen kann, ohne Probleme. Und St. Pauli schaue ich mir auch an. Alles andere ist mir echt krass Wumpe, wenn ich ehrlich bin. Ich gucke mir einfach gerne guten Fußball an. Also das ist halt auch so der Punkt. Also wenn Champions League läuft, und dann gibt es natürlich gewisse Sympathien, die sich dann vielleicht spontan oder aus einer Vorbildung entwickeln. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt heulend vorm Fernseher sitze, wenn Leverkusen verloren hat oder wenn jetzt irgendwie Juve gegen AS Rom gewonnen hat. Also das passiert nicht, aber ein schönes Fußballspiel, gerade im Champions League-Bereich, dem kann ich mitfiebern und auch in diesem Moment eine gewisse Emotionalität gewinnen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich muss jetzt auf jeden Fall gucken, dass da der DAX läuft. Fehlt René noch, oder? Nee, also wenn wir jetzt bei Fußball sind, nee, sonst eigentlich wirklich keinen. Ich habe früher mal mir oft Spiele vom VfB angeschaut. Alter Falter. Hättest du das nicht gesagt. Ja, das ist jetzt aber auch schon 8, 9 Jahre her. So, ansonsten, nee, also wenn es jetzt um so ein bisschen Sympathisieren geht, dann der FC und Bayern. Dortmund, nee, um Gottes Willen ganz bestimmt nicht. Und der OFC. Ja, und am besten auch Lautern hinterher natürlich. Überhaupt nicht, nee. Also wenn Sympathisieren, dann FC und vielleicht Dortmund, aber boah, ja, ansonsten, nee, Eintracht reicht doch, ist doch das Wichtigste, finde ich. Sehr gut. Marvin, lieber Pokalsieger und Europa League oder Klatsche in Hannover und Champions League? Pokalsieger und Europa League? Auf jeden Fall. Oder Klatsche in Hannover und Champions League? Nee. Oh scheiße, das ist echt eine sauschwierige Frage. Total gut, wer auch immer sie gestellt hat. Ist richtig gut. Aber ich glaube, ich würde eher den Pokalsieg nehmen. Denn da haben wir endlich mal wieder was in der Vitrine. Und nee, doch, ich glaube, ich nehme den Pokalsieg, wenn gleich eine Champions-League-Teilnahme natürlich für die Eintracht aus finanzieller Hinsicht wesentlich relevanter wäre. Trotzdem würde ich, glaube ich, den Pokalsieg nehmen. Denn besser als Geld ist immer noch, den Fans mal wieder einen Titel zu präsentieren. Frau Alex? Ganz klar. Also ganz klar Pokalsieg und Euroleague. Also Euroleague ist schon mega geil. So viel geiler ist Champions League jetzt auch nicht. Und Pokalsieg ist halt einfach, ja, das wäre halt Hammer. Deswegen müsste ich da nicht so lange überlegen. Dennis? Ja, ich sag mal, wenn wir Champions League spielen, dann gewinnen wir die dann auch. Also dementsprechend wähle ich natürlich die Champions League-Teilnahme. Nee, ich bin da bei den anderen beiden. Was in der Vitrine stehen zu haben, ist dann doch eine schöne Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Ich würde den Pokal und die Euroleague nehmen. Die Lose in der Euroleague sind auch oft sehr, sehr attraktiv und sicherlich auch spaßig. Ja, jetzt versuch dir nicht wieder rauszureden. Ist gut, jetzt. Du hast deine Entscheidung getroffen und damit ist alles. Ja, awesome. Dann sag doch lieber mal, was du so während einer Podcast-Aufnahme trinkst. Dennis. Ich trinke momentan tatsächlich Wasser.
Aber hier stehen auch öfter mal Bier oder, ja. oder. Nein, also es ist wirklich breit gefächert. Es kommt drauf an, wie lange Zeit ich vorher hier schon sitzen kann am PC. Nicht so wie heute. Ich hätte es von der Arbeit direkt an den PC, dann hat es nur für Wasser gereicht. Aber hier wird auch mal ein Wein getrunken oder mal ein Bier oder mal ein Äppler. Also hier kommt alles mal zum Vorschein. Kommt alles zum Einsatz, hervorragend. Genau. Alex? Also gerade gar nichts. Eigentlich sowieso selten. Mal ein Bier vielleicht. Ja, bei mir heute in der Tat auch gar nichts, weil ich es irgendwie vorher verpeilt habe, mir hier ein Glas Wasser hinzustellen, was ich gerade so ein bisschen schon bereue. Aber es ist in der Tat auch eher so Wasser oder vielleicht noch irgendwie ein Kaffee, je nach Arbeitstag, Tagespensum und weil ich hinten dran auch noch ein bisschen Zeit zum Schneiden brauche. Marvin kennt das ja auch, wenn er dann die Aufnahmen mal übernimmt, dass dann da hinten dran auch so ein bisschen Zeit drauf geht. Dann ist ein Kaffee, glaube ich, dann schon manchmal so die bessere Wahl als jetzt irgendwie ein Bier oder irgendwas in der Richtung. Und was aus Folgen wird, wo wir Alkohol trinken, hat man ja spätestens beim Webmontag gesehen. Ja, wobei die Folge, glaube ich, nicht so schlimm war. Ich glaube, da war die Folge in der Terra Bierbar. Wenn ich dich da rein erinnern darf, die man übrigens auch auf YouTube noch nachschauen kann. Ja, die ist da immer noch online. Da sind auch, glaube ich, noch diese lustigen Videos dabei, wie Frau Alex den Herrn Skippe interviewt, nur um das Thema nochmal einwerfen zu können. Die war alkoholmäßig doch ein bisschen anders. Aber lustig. Das definitiv. Ja. Das definitiv. Ja, also ich muss sagen, bei mir, wenn ich nicht irgendwie danach noch schneide, wie der René das gerade schon gut erwähnt hat, ist es schon öfter mal so, dass ich die Chance nutze, um mir einen reinzulöten. Nein, Spaß. Das ist echt, hört sich an wie so ein Alkoholiker-Podcast. Nee, so ist es jetzt. Ein Fußball-Podcast. Warum sind die Fragen auch alle Richtung Alkohol? Ja. Was ist denn das hier? Ja, das Ding ist, blätter mal alle, zwei Seiten weiter, ich will andere Fragen. Ich habe sie alle unter Synonymen gestellt. Ne? Also nee, es ist schon so, wenn sich die Chance ergibt, an trinke ich auch öfter mal ganz gerne Gin Tonic. Doch, finde ich ganz nett. Frau Alex wollte andere Fragen und darf jetzt eine andere Frage beantworten. Und ich stelle da noch eine Zusatzaufgabe, nämlich die Frage darf nur mit einem einzigen Satz beantwortet werden. Nämlich, worin liegt der Reiz, Eintracht-Fan zu sein? Kann ich eine Alkoholfrage kriegen? Nein. Gib die Frage einfach weiter, Alex. Ich nehme einen Telefonjoker. Marvin. Gut, das hat jetzt sehr gut geklappt mit diesem merkwürdigen Telefon. Also der Reiz für mich liegt ganz klar daran, dass ich hier noch eine gewisse Emotionalität verspüre und die dadurch ausgelöst wird, dass halt natürlich nicht immer alles glatt läuft, ja, dass du gefühlt noch mehr Kontakt zu Fans hast, als es andernorts der Fall ist. Wahrscheinlich aber auch dadurch, dass wir noch nicht komplett vom Fußballerischen abgehoben sind. Also ich glaube, ich hätte mich schon viel weiter vom Fußball, von der Eintracht generell entfernt, würde es noch weniger mit Fernnähe ablaufen, mit mehr Geld und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles schon an der Grenze. Aber für mich galt halt immer, du gehst zur Eintracht und weißt auch dummerweise nie genau, was passiert. Das ist im positiven genau. Wie im negativen Sinne der Fall. Und das habe ich immer so das Gefühl, ist ein größerer Ausschlag als bei anderen Vereinen. Bei dem, das will ich gar nicht negativ sagen. Das ist ja auch schön, wenn man eine Gewissheit hat, dass man zum Bayern-Heimspiel gehen kann und wahrscheinlich in 9 von 10 Fällen einen Heimsieg sieht. Das merkst du weißt du bei der Eintracht nicht im Positiven. Du kannst gegen Dortmund mal zu Hause ein herausragend geiles Spiel haben, kannst du gewinnen. Kannst aber halt dummerweise auch gegen Reutlingen zu Hause verlieren. Also es ist alles möglich, aber genau das macht die Faszination aus. Und ich denke, das ist etwas, was bei der Eintracht noch ein bisschen ausgeprägter ist, auch aus historischer Sicht, denn schon in den 80ern war das genau der Fall. Es wird nie langweilig, das ist es doch wirklich, es wird nie langweilig, du hast im Endeffekt diesen typischen Diva-Charakter, du einmal denkst du, oh genial, hier geht alles und du kriegst einen voll in die Fresse, das macht natürlich dann keinen Spaß, aber es gehört dazu und es ist ja auch irgendwo, ja, diese Abwechslung aus nichts wird dann wieder alles gemacht, die Saison, um mal wieder zur Saison aktuell auch wieder zum Fußball zurückzukommen. Es gibt ja wenige, die das, was die Eintracht zumindest bis jetzt geleistet hat, ihr zugetraut hätten an dieser Stelle und aus dem Kader und den Mitteln, die zur Verfügung standen, was da gemacht wurde, das ist sowas, das kriegst du bei der Eintracht geboten, das lieben wir alle, dafür sind wir dann auch alle emotional dabei
Und ja, ich denke, das ist was, was du nicht exklusiv nur in Frankfurt hast, aber wo es wirklich wenige Vereine gibt, die eben so eine, ja, Diva sind, so eine Wundertüte, aber auch die einfach so emotional berühren wie die Eintracht. Ja, das wäre auch so meine Antwort gewesen. Du hast halt zwischen absolutem Erfolg, also Höhenflug und alledem, was da unten passiert, hast du halt ein wahnsinnig breites Spektrum. Es ist wahnsinnig viel Emotion drin, sowohl im Positiven wie im Negativen. Und das ist halt für mich so ein bisschen, was diesen Reiz ausmacht, was ich für absolut geile Momente mit der Eintracht erlebt habe und mit anderen Dingern, wo man gemerkt hat, dass man irgendwie total am Boden war und am Ende dann doch irgendwie wieder da erfolgreich rausgekommen ist. Das prägt einen einfach und dann kommt man da auch einfach nicht mehr raus. Das war die letzte Frage von Mino, vielen Dank. Und dann machen wir weiter mit Fragen von Adlermania80. Seid ihr in einem Eintracht-Fanclub? Kann ich ganz klar sagen, nein. Wie sieht's mit euch aus? Auch nein. Ich hatte mal einen, ich war mal in einem. Du warst mal einer, du warst mal an einem beteiligt. An einer Gründung beteiligt, ja. Die ist dann aber noch im Gründungsjahr eingeschlafen. Hat wahrscheinlich am Namen gelegen, der war zu langweilig. Ja, ist halt auch nicht so, ne? Also ist halt auch nicht so mein Ding. Da. Außer der Ermäßigung für die Karte. Ja gut, aber das allein sollte jetzt auch kein Grund sein, sowas zu machen, weil ja doch, glaube ich, da auch andere Intentionen dahinter ist. Ja. Die Herren. Dennis? Ja, aktuell nein. Waren, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Marvin da auch noch mit dabei war mit dem EFC Gelnhausen, aber ja, von der Seite her, den gibt es ja so nicht mehr. Ja, deshalb. Also das hat sich jetzt erledigt aktuell. Dementsprechend aktuell kein Fanclub, nein. Ebenfalls nicht. Wie viele Spiele fahrt ihr auswärts? Das ist so auf eine Saison gesehen schwierig zu sagen. Das kommt immer so ein bisschen auf, ja, drauf an, wie die Termine liegen und Gegner etc. Boah, stark schwankend. Bei mir. Ja, ist es. Es ist im Endeffekt absolut schwankend. Ich glaube, die meisten Spiele, zuletzt habe ich so, glaube in der Zweitligasaison gesehen, die meisten Auswärtsspiele, aber das kommt echt immer drauf an, ne? Also da spielen viele Eventualitäten mit rein, aber es ist halt nicht so, dass wir jetzt eine Auswärtsdauerkarte haben. Ich glaube, das ist bei keinem von uns der Fall. Nee. Ja, aber im Optimalfall haben wir... 4, 5 sind es vielleicht in der Saison. Genau, also ich glaube... Ich glaube, der Basti fährt von uns am meisten. Ja, genau. Ja. Ich glaube, maximal haben wir, glaube ich, in einer Saison 8 Mal oder so mitgenommen, Dennis, aber das war schon echt viel. Ja, das ist auch schon jetzt lange wieder her, ja. Das stimmt. Genau. Also im Schnitt sind es, wenn es gut klappt, das ist einfach momentan auch recht schwierig, sind es 3 Auswärtsfahrten, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, die anderen beiden Fragen nach, ob wir Eintracht-Mitglied sind und ob wir eine Dauerkarte haben, hatten wir soweit schon beantwortet. Na gut, Eintracht-Mitglied bin ich. Genau. Bin ich auch. Ja. Dauerkarte habe ich auch. Jo, und ja. Jo, und ja. Genau, ich meine, das hätten wir aber auch gerade eben vorher schon mal kurz gehabt. Damit haben wir in der Tat den Block mit Fragen an uns schon abgearbeitet. Das wird Frau Alex freuen. Das heißt, weniger Alkoholfragen in Zukunft. Und dann kommen wir jetzt zu dem großen... Hat ja Angst, dass es zwischendurch noch schlimmer wird. Ich dachte, du hättest es so ein bisschen steigerungsmäßig aufgebaut und... Ich habe hier schon gesessen mit Schweißperlen auf der Stirn. Ich frage dich am Ende, welche Frage du gerne nicht gestellt bekommen hättest. Aber welche Fragen kommen denn jetzt? Was hast du gesagt? Jetzt kommen Fragen zum Podcast an sich. Ah ja, okay. Und dann kommt auch wieder Alex, der macht das Thema auf und möchte zum einen wissen, warum wir diesen Podcast machen. Oder warum wir generell einen Podcast machen. Ich glaube, die Frage hatten wir auch schon des Öfteren schon erwähnt. Die werde ich mal versuchen, so ein bisschen zu beantworten, weil das ja so meine Idee oder ich ja der Initiator von dem Ding damals war. Ich habe irgendwann 2009 angefangen, mich mit diesem Thema Podcast zu beschäftigen, habe relativ viele Podcasts gehört und bin natürlich auch durch meine Anhängerschaft zur Eintracht irgendwann mal auf die Idee gekommen zu gucken, ob es denn da irgendwas gibt und bin nicht fündig geworden und habe dann halt irgendwann gedacht, naja, wenn es halt nichts gibt, dann fängst du halt einfach mal an und wenn es nichts wird, dann hörst du wieder auf. Aber es wurde ja dann was, es wurde nämlich größer und es kamen Leute dazu und ja, dann ist das draus geworden, was wir heute hier haben und ja, eure Motivation da mitzumachen war ja so ähnlich in der Richtung.
Auf jeden Fall. Ich denke, es ist absolut relevant, das zu machen, denn in Zeiten, in denen die Eintracht medial auch nur eine geringe Rolle gespielt hat, ist es umso besser, ein Medium zu finden, bei dem sich Fans austauschen können. Und wir haben ja natürlich auch durch Twitter, aber jetzt auch durch die Slack-Plattform immer wieder Möglichkeiten für andere Fans geschaffen, sich irgendwo einzuschalten. Und ich denke, da sind wir den Weg gegangen, der einzig sinnvolle ist, denn die Doppelpassrunden, die wird es zwar ewig geben, aber die werden nicht die Eintracht hauptsächlich thematisieren. Und ich denke, da haben wir hier halt einen Weg gefunden, der für mich sehr ansprechend ist und ich hoffe auch für unsere Zuhörer. Ja. Oft wird ja gesagt, auch für Leute, die international unterwegs sind, nutzen das ja hier wirklich als ein Medium, um sich unglaublicherweise gut über die Eintracht zu informieren, weil einfach die sonstige Basis, wie Marvin, du das schon gesagt hast, sehr wenig hergibt. Und da freut es einen natürlich, wenn dann so Feedback kommt. Ach ja, es ist im Endeffekt natürlich auch viel dumm geschwätzt dabei, aber im Großen und Ganzen auch irgendwo ein roter Faden. Und man kann sich darüber auch in gewisser Hinsicht seriös zu informieren, wenn ich das so sagen kann. Freut einen ja auch immer wieder. Deshalb finde ich das auch immer noch total sinnvoll, dieses Format, auch wenn ich jetzt nicht der Riesen-Podcast-Abonnierer bin, wie jetzt René, du bist natürlich hier prädestiniert als 120 Podcast-Inhaber. Muss man natürlich sagen, ist schon eine tolle Sache. Ist ja oft so, ne? Die Leute, die viel babbeln, die können nicht viel zuhören. Ja, richtig. Einen Hang zum Babbeln brauchst du halt auch, wenn du sowas machst. Ja, natürlich, klar. Wenn du jetzt noch das absolute Mauerblümchen bist und irgendwie hier nicht mit irgendwas rauskommst, dann ja, macht so ein Medium halt herzlich wenig Sinn. Das ist halt einfach so. Nächste Frage, weiterhin von Alex, ist auch die Frage, hätten wir gerne einen Sponsor oder Geldgeber, auch auf die Gefahr hin, dass wir dann vielleicht weniger kontrovers diskutieren dürften? Ich meine, im Prinzip haben wir ja einen Sponsor oder Geldgeber, nämlich die Hörer und Hörerinnen da draußen, die uns regelmäßig oder auch unregelmäßig einfach mit Spenden unterstützen. Das war ja ein Modell, was wir für uns so gewählt haben, weil wir eben dann nicht das Problem haben, dass wir vielleicht weniger kontrovers diskutieren können. Weil das ja auch immer Zielsetzung war, ne? Also es gab ja auch durchaus mal Ansätze, das Ganze ein bisschen mehr zu, wie soll ich das nennen, kommerzialisieren. Da gab es ja auch du bist so leise. Auch konkrete Gespräche. Frau Alex, drehen sich mal lauter, man hört nicht so viel von Ihnen. Aber eins der Dogmen, die wir hatten, war ja auch immer zu sagen, dass das auf keinen Fall auf den Content eingewirkt werden darf. Genau, das war in der Überlegung immer so ein wichtiger Punkt. Wie du schon sagst, wir hatten die Überlegung und wir haben immer gesagt, wir wollen uns eigentlich nicht bestimmen lassen, welche Inhalte wir machen, sondern wir wollen halt einfach das machen, worauf wir Lust haben, solange wie wir darauf Lust haben. Und ich glaube, dann ist so ein Modell, das halt einfach über die Hörerschaft zu machen, halt auch quasi auch so ein Mit-Feedback-Kanal, weil wenn man eben mit dem, was man gerne macht, ankommt und dafür dann eben die Unterstützung bekommt, dann ist das ja noch viel lohnenswerter, als jetzt einfach nur was zu bekommen für etwas, wo man eventuell keine Lust dran hat oder etwas einfach nur zu machen, weil man, was weiß ich, an vertragliche Rahmenbedingungen geknüpft ist, aber am Ende da halt auch kein Interesse dran hat. Ja, also ich denke, das ist genau der Punkt. Es hätte für uns nie Sinn gemacht, jetzt irgendwie zu sagen, nur weil wir einen Sponsor haben, lassen wir uns hier irgendwie einschränken. Es war immer entweder das passt oder das passt nicht, aber wir ziehen unser Ding weiter durch und es gab schon ganz andere Barrieren, die wir oder Täler, die wir durchschreiten mussten, ja, aufgrund der Dinge, die wir gemacht haben. Also insofern bleibt Unabhängigkeit immer das größte Credo. So sieht's aus. Wenn wir eine Wunschzusammenarbeit mit der Eintracht hätten, wie würde die aussehen? Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt, denn eine Wunschzusammenarbeit würde ich mir im optimalen Sinne eigentlich nur so vorstellen, dass wir insofern erstmal einen ordentlichen Link auf der Webseite bekommen, vielleicht, dass das Ganze insofern auf der nicht, ja, wie soll ich sagen, also dass Kommunikation überhaupt hergestellt wird. Das heißt, also das fängt schon mal da an, dass uns unsere E-Mails von vor 3 Jahren mal irgendwann beantwortet werden würden. Also dass es halt genau das dieser Punkt ist und dass wir die Möglichkeit bekämen, auch mal Anfragen zu starten, dass der ein oder andere vielleicht mal bei uns in den Podcast kommt. Denke ich, das ist das Einzige. Aber im Zuge
der Selbstvermarktung der Eintracht, die natürlich alles auf ihre eigenen Kanäle spielt, ist natürlich überaus unrealistisch. Aber andererseits, noch mehr fällt mir da nicht ein. Also ich muss ja zum Beispiel nicht zu dem Trainingslager. Ganz ehrlich, hätte ich gar keinen Bock drauf, dass wir jetzt beim Trainingslager, was bringt uns das? Guck dir mal die Berichterstattung aktuell an. Das ist alles, ich meine, der HR-Firm probiert es einigermaßen Nachrichten rauszukitzeln, aber diese ganze Berichterstattung von allen Trainingslagern bei der Bundesligisten ist kackenlangweilig. Und da habe ich, also da würde ich keinen Mehrwert sehen. Und ich hätte auch immer die Angst, dass wir nicht Probleme ansprechen könnten, wenn wir zu eng mit der Eintracht verbandelt werden. Das ist für mich auch so ein Punkt. Ja, das stimmt. Wobei, wie du schon sagst, ist die Möglichkeit, da halt auch mal offiziell Anfragen stellen zu können und da mal auch aus dem Vereinskonstrukt mal noch irgendwie Gäste bekommen zu können, das wäre einfach schon so das, wäre schon eine feine Sache, was ich mir vorstellen könnte, wo man ja auch durchaus bei anderen Vereinen oder bei anderen Institutionen sieht, dass das durchaus funktioniert. Ja, und übrigens auch, und das kann man schon mal sagen, auch, dass man leichter Möglichkeiten bekommt, auch mal relevante Dinge besuchen zu können. Ne? Also das ist natürlich dann schon, wo du sagst, okay, hier, Leute, Pressekonferenz, ich meine, das kann ich eh jetzt, ist mir jetzt auch egal. Ja, kann ich machen, kein Ding. So relevant ist es auch oft nicht. Aber dass man halt mal leichteren Zugang zu gewissen Dingen bekommt, die mal so nur durch Dreiecken irgendwie so mitbekommen. Das ist halt, aber das, der Eintracht hat ja das Digitale manchmal verstanden, manchmal nicht so. Warten wir ab, wie das weitergeht. Geht ja eher darum, dass einem keine Steine in den Weg gelegt werden noch, sondern wir wollen ja die Arbeit im Endeffekt machen. Wir wollen ja gar nicht, dass die Arbeit machen, sondern es geht ja eigentlich darum, ein bisschen Unterstützung bei dem, dass wir im Endeffekt unseren Job in Anführungszeichen machen können. Denn so wie es momentan ist, Marvin, du hast es wunderbar gesagt, es wird ja regelrecht abgeschottet und blockiert. Und ja, einfach nur geschaut, dass das alles in die eigenen Kanäle und so weiter fließt. Das ist halt schade, aber gut, wenn es so gewollt ist, vielleicht schauen wir mal, was die Zukunft so bekommt, bringt. Ja, ich denke, für uns ist es relativ, wir sind jetzt in einer relativ komfortablen Lage, dass wir uns nach nichts richten müssen, außer nach dem, was unsere Zuhörer wollen. Und euch geben wir leider nicht immer alles, aber so ist das Leben. Genau. Letzte Frage von Alex zum Thema Podcast ist, sind in Zukunft auch aus anderen Podcasts Gäste geplant? Ich glaube, das ist so ein festes Thema für uns, dass wir da weiterhin versuchen, auch Kontakte herzustellen und auch von Podcasts anderer Vereine irgendwie Leute mit einzubinden, weil wir eben, wie gerade eben gesagt, nicht so den Durchgriff vielleicht auf Leute von Eintracht haben, die wir gerne mal einladen würden. Ist das, glaube ich, eine ganz gute Alternative, da auch mal andere Fanmeinungen einfach noch mit reinzubringen. Das haben wir ja in dem Jahr jetzt schon oder in dem vergangenen Jahr, im ersten Teil dieser Saison, schon stark ausgebaut. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo wir weiterhin dran arbeiten werden. Also von daher ganz klares Ja. Was ich noch ganz kurz erwähnen will, ist, dass ich zumindest in der letzten Zeit schon vermehrt positive Stimmen gehört habe. Das habe ich jetzt eben gerade vergessen zu sagen, auch gerade von der Eintracht. Ich denke, da könnte sich in den nächsten paar Monaten noch ein bisschen positiv was entwickeln. Also, liebe Leute, bleibt gespannt. Dann kommen wir zu den Fragen von Martin, der nämlich auch dahingehend aufbauen wissen möchte, ob es uns ärgert, wenn wir im Stadion Werbung für Radio Phänomenia oder Fan geht vor hören, aber da keine Werbung für den Podcast. Es sind doch alles drei Institutionen von Fans für Fans. Ärgern würde ich jetzt sagen nicht. Also ich fände es gut, wenn das mal wäre, aber ja, dann ist es halt so. Also ich finde, wir haben ja, also ärgern tut mich das auch nicht. Also ich meine, das gibt's einfach schon seit ewig und zwar nicht ganz so lange. Klar wäre es mal nice, aber ja. Als Zusatz würde ich das schon gut finden. Also ich meine, das eine muss ja nicht das andere ersetzen, aber man könnte im Zuge dessen, wenn man die anderen beiden schon, dann können wir das dritte auch mal nennen, so, ne? Theoretisch. Genau, mich ärgert es dann nicht, das andere zu sehen. Ne? Also ich meine, ich finde es gut, dass es Radio Phänomenia gibt und das ist auch alles gut so, ne? Dass es auch andere Formate gibt und andere Sachen und andere Leute, die was machen und andere Projekte. Es tut nur, glaube ich, keinem weh, wenn er noch einen dritten nennt da oben. Es ist schon richtig, dass das teilweise etwas skurril ist, aber gut, so ist es halt. Ärgern ist da ein bisschen groß gegriffen, der Begriff. Wäre schön, wenn sich das auch noch ein bisschen ändern würde und wie der Marvin auch schon gesagt hat, also ich denke, da könnte man ruhig auch drei nennen, dann hätten wir sicherlich gar nichts dagegen.
Das aber definitiv das ist halt, nicht. Aber das ist halt Radio versteht man halt besser wie dieses neue Podcast. Ja. Aber das ist halt auch immer genau der Punkt. Ne? Ich denke, gerade bei so einer Thematik, die viele noch nicht irgendwie so greifen können, auch wenn wir gerade in 2017 sind, dann ist es halt einfach so, aber wir sind jetzt ja auch nicht Robin Hood und wir müssen uns auch nicht die ganze Zeit irgendwo unter den Scheffel stellen oder irgendwie das und das traurig finden, ist alles cool so. Immerhin haben es trotzdem ein paar Fans geschafft, uns zu finden, und wenn wir das in den nächsten Jahren noch so weiter erreichen, dass es noch ein paar mehr Leute gibt, dann schaffen wir das auch mit oder ohne Nennung. Ja. Nächste Frage ist, haben wir eine Folge aus unserem Fundus, die uns sofort in den Sinn kommt, die quasi so eine Art Lieblingsfolge ist, und gibt es eine Folge, die wir gerne vollständig aus dem Gedächtnis unserer Hörer löschen würden? Ach, zu dem Löschen fällt mir jetzt keine an. Man, da Folge 1 und 2. Auch die gehören zur Geschichte dazu. Also ich kann sie mir nicht mehr anhören. Sie sind sehr schwierig für mich anzuhören. Sie sind aber kurzweilig. Sie sind vor allen Dingen halt kurz. Geht schnell vorbei. Das ist richtig. Vor allen Dingen, wenn man sie auf doppelter Geschwindigkeit hört. Das mit der doppelten Geschwindigkeit, also da hast du mich ja heute Abend. Da habe ich die Zahl mit verwirrt, oder? Wer macht denn sowas? Ja, ich. Und viele andere auch. Lieblingsfolge, ja, gibt es in der Tat. Da muss ich jetzt Frau Alex wieder so ein bisschen in den Mittelpunkt rücken. Wir hatten mal diese Interviewfolge mit dem Herrn Preuß. Oh ja. Oh, das Video. Das Video. Ja, die gab es auch halt Audio, aber die war als Video geplant. Das war, wo wir doch mal da jemanden hatten, der uns da mal Rede und Antwort gestanden hat, und wir haben ja irgendwie gedacht, das wird so eine 3-Minuten-Geschichte und schnell irgendwie alle Fragen durch, und wir haben, glaube ich, nachher irgendwie 20 Minuten mit ihm fast aufgenommen, die auch absolut kurios war, weil wir das unten im Eingangsbereich von der Haupttribüne gemacht haben, wo dann irgendwann oben die Catering-Dame mit einem randvollen Geschirrwagen lang gefahren ist und ich glaube ich auch mit Absicht extrem langsam gefahren ist, zumindest irgendwann zwischendrin ihr Tempo verringert hat, wodurch man einfach von dem Ton nachher nicht mehr viel hört, außer dem Geklapper von dem Geschirr auf diesem Rollwagen, was sehr, sehr lustig war. Aber das ist so für mich so doch eine Lieblingsfolge, weil es für mich damals, als war ja relativ zum Anfang unserer steilen Karriere, wie Frau Alex das vorhin genannt hat, doch auch so ein bisschen Erfolg war. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe eigentlich ein paar Lieblingsfolgen. Also das kann ich, glaube ich, aber gar nicht so genau sagen. Ich kann nicht sagen, zwei Folge 220 oder irgend sowas. Immer Folgen, wenn wir uns halt enorm gut in gewisse Dinge reinreden. Ja, also mir ist zum Beispiel auch die Folge im Kopf geblieben, wo wir live das Pokalspiel kommentiert haben. Die war lustig. Ja, und das waren einfach so Dinge. Ich meine, das jetzt aus der letzten jüngeren Vergangenheit, aber da haben wir wirklich das Beste aus diesem Spiel rausgeholt, würde ich sagen. Das sind so Dinge. Ich kann mich auch noch an eine Folge erinnern, das fand ich auch immer ganz gut, wo ich ja so ein paar Scoops aus dem Eintracht-Innenleben hatte, wo ich jetzt sehe, dass sich jetzt vieles bewahrheitet, auch gerade so, wenn es darum geht. Eintracht ist auch jetzt ja wieder aktuell auf der Suche nach einem Shop in der Innenstadt, ja, und das Thema haben wir, glaube ich, vor 2 Jahren schon thematisiert. Also es ist halt so, es sind immer wieder so Dinge, aber rauslöschen würde ich jetzt per se, glaube ich, nichts. Es gibt immer mal Momente, wo ich mehr gestottert habe, so und mal weniger. Ich bin da sehr penibel, der René schneidet ja nicht ganz so viel immer raus. Das sind so persönliche Dinge, aber ansonsten, nee, es ist jetzt nichts total Peinliches dabei, glaube ich, und wenn es peinlich ist, gehört es halt auch dazu. Also ist auf jeden Fall Teil der Geschichte des Podcasts. Ich schiebe mal gerade, weil es gerade so schön passt, eine aktuelle Frage rein, die noch zwischendrin auf Twitter gekommen ist von dem Herrn Schopperobber. Oh, was war das größte Streitthema in Sachen Eintracht unter euch? Zum Beispiel Pro, Anti, Fee oder Funkel oder ähnlich? Alex Meyer? Ich glaube, das ist so ein Thema, da haben wir immer viel drüber diskutiert. Das Gegenstück zu Alex Meyer war Kayo. Ja, aber Kayo haben wir nie, also ich glaube, Kayo wurde nie ernsthaft drüber gestritten, so, ne? Das ist halt genau der Punkt. Ja, Meyer wird immer wieder Jahre hinweg eigentlich behandelt. Kayo hat mir immer mit so einem Augenzwinkern gesehen. Ja, die Frage Fee, ja, wurde auch kontrovers behandelt. Muss ich auch sagen, war ich bei der Rückholaktion ganz klar dagegen. Funkel, guter Punkt. Da haben wir am Ende einfach gemerkt, dass es irgendwann vorbeigeht. Die Luft war raus, ja. Mhm. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das ein großartig kontroverses Thema war. Nee. So würde ich das nicht sagen. Ne? Ja.
Ja, aber wie gesagt, also auf jeden Fall, Meier ist immer so ein Ding. Fragt man sich auch, warum. Nikolov auch in einer gewissen Art und Weise. Vielleicht haben wir das nicht großartig behandelt, weil er so sympathisch ist, aber auch da gab es immer mal wieder Dinger, wo du gesagt hast, naja, so ein besserer Torhüter wäre jetzt auch nicht so verkehrt. Ja, das will man heute zu dir gar nicht sagen, weil er so ein geiler Typ ist, aber es war dann auch nicht so schlecht, als dann plötzlich Kevin Trapp mal zwischen den Pfosten gestanden hat und jetzt Radetzky sowieso. Ja. Aber es gibt immer wieder Reibungspunkte, aber ich glaube wirklich, der größte war bei Meier. Ja, da haben wir, glaube ich, immer sehr... Vor allen Dingen, als Sebastian halt auch noch da war, ne? Als Alex Meier Jünger. Ich glaube, der schläft heute noch in Alex Meier Bettwäsche. Sehr gut. Tasovi möchte wissen, wie ist unser Podcast-Setup? Ich glaube, das ist jetzt ein etwas längeriges technisches Thema. Ich versuche es jetzt einfach mal abzurufen. Alex mal beantworten. Frau Alex, möchten Sie unser technisches Setup erklären? Ja, ich habe zwei Stecker, der eine muss richtig gesteckt sein, dann kommt Ton. So. Habe ich heute gelernt. Ja, um es jetzt mal so im Schnellgang zu machen, um jetzt hier nicht alle irgendwie technisch zu verwirren, wir nehmen in der Tat nicht alle zusammen auf, wie man ja das andere Mal schon gehört hat, sondern mit so einer, wie man das neumodisch nennt, Remote-Verbindung. Das heißt, wir telefonieren uns zusammen und ich habe hier einen Rekorder laufen, auf dem das aufgenommen wird, wo wir in den letzten Jahren auch viel rumexperimentiert haben. Alex wird sich da erinnern, was wir da alles ausprobiert haben. Da war viel Kraut und viel Rüben dabei und jetzt sind wir, glaube ich, bei einem Setup gelandet, was da doch ganz gut funktioniert, wenn man, wie sie sagte, den Stecker richtig in die beschrifteten Steckplätze steckt. Die sind nicht beschriftet. Piktogramme sind keine Schrift. Okay, mit Symbolik versehenen Steckplätze steckt. Ja, mit einer Aufnahmesoftware Reaper verwenden wir dafür, da drin wird das Ding dann geschnitten, dann geht das Ding in der Tat zu Auphonic, wie hier gefragt wird. Auphonic ist ein Dienst, die glaube ich auch aus Österreich kommen, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, die auf wundervolle Art und Weise mit technisch hergebrachter Magie aus nicht ganz so gutem Ton einen recht guten Ton macht. Und von da aus wandert das dann in einen WordPress-Blog und wird dann veröffentlicht, so dass ihr das dann am nächsten Tag oder zwei Tage danach, je nachdem, wie schnell es einfach geht, dann auf eurem Smartphone, Rechner, was auch immer, Fernseher eurer Wahl habt und euch den ganzen Kram anhören könnt. Und Auphonic sorgt dann auch dafür, dass so Sachen wie Kapitel da reinkommen und das Ding automatisch nach YouTube geschoben wird, wo es ja auch den ein oder anderen Zuhörer, Zuschauer dann gibt. Und ja, ich bin da jetzt mittlerweile ganz zufrieden mit dem Setup. Wir haben da viel ausprobiert und ich hoffe, dass das, was wir jetzt da haben, länger Bestand hat als viele Dinge, die wir vorher ausprobiert haben, weil es funktioniert einfach jetzt recht reibungslos und das ist ja das, was man eigentlich auch will. Man will ja möglichst wenig Zeit damit verbringen, irgendwelche technischen Fehler vor, während und nach der Aufnahme da irgendwie rauszubringen. Gäste werden über Skype eingeladen meistens, kann man ja noch dazu sagen, oder? Genau, wir haben auch die Möglichkeit, Skype damit reinzunehmen, weil wir eben eine Direkt-Audio-Verbindung verwenden, die vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen schwierig zu erklären ist. Von daher haben wir die Möglichkeit, einfach Skype hier reinzunehmen, weil es recht einfach ist. Die meisten Gäste haben irgendwie Skype und man kann im Zweifelsfall auch einfach mal jemanden per Telefon anrufen. Ist zwar dann qualitätsmäßig nicht so das Ultimo, aber immer noch besser als gar keine Leute mit dabei zu haben. Vielen Dank für die Ergänzung, Dennis. Gerne. Fragen von Schlapperschampes. Möchte einmal wissen, kennt ihr Marius Heimspielanalyse? Sagt mir jetzt nichts. Sagt euch das was? Sagt mir leider auch nichts, nein. Marvin, du kennst dich vielleicht aus. Nein, nicht? Nein. Okay. Nee, was soll das sein? Dann fällt es uns schwierig, das zu beantworten. Aber dann die nächste Frage können wir mit Sicherheit beantworten. Wen würden wir gerne mal als Gast im Podcast begrüßen? Nur unrealistische Antworten. Ach doch, Leute, das kennt ihr. Das kennen wir? Google mal danach. Kennen wir Marius Heimspielanalyse? Garantiert. Ja, habe ich schon mal gesehen. Dann kannst du dazu was sagen. Ja, ich finde es mäßig witzig. Okay. Also. Von 2007 werden mir ja Folgen angezeigt. Gottes Willen. Das ist in der Tat etwas, was dann doch bislang sehr an mir vorbeigegangen ist. Alex, ich habe das noch nicht gesehen. Wenn Frau Alex sagt, das ist mäßig, dann ist es zumindest mal ein Blick wert. Ah, die Frankfurter Klasse, okay, alles klar. Ja, die Frankfurter Klasse finde ich ja grundsätzlich ganz cool, ohne die jetzt zu oft mal gesehen zu haben. Also die einzelnen Schauspiele schauen ziemlich gut, aber ehrlich gesagt trifft das nicht so ganz meinen Humor. Okay. Ja.
Gut, dann dementsprechend kenne ich es halt auch jetzt nicht großartig. Ja, klar. Wenn es ja nicht die Stimmungslage trifft, dann ist es wahrscheinlich etwas, was man nicht so oft glaubt. Dann, wie gesagt, die zweite Frage, da können wir auf jeden Fall was zu sagen. Wen würdet ihr gerne mal als Gast im Podcast begrüßen wollen, nur unrealistische Antworten erwünscht? Kovac. Das ist nicht mal so unrealistisch. Naja, also wäre schon schön, wenn er sich mal die Zeit nehmen würde. Also so, ja. 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 Zlatan Ibrahimovic, wenn er seine Karriere bei der Eintracht beendet in seinem letzten Jahr. Och, ich würde eigentlich Heribert Bruchhagen ganz gerne im Interview. Ja? Ja, irgendwie schon. Aber ich würde gar nicht nur unglaublich lange wahrscheinlich auf dem Eintracht-Aspekt rumrennen. Ja, andererseits hat man auch schon wirklich viel gehört, aber Bruchhagen finde ich immer noch eine der spannenderen Persönlichkeiten in diesem abgelackten Schwachsinnsfußballgeschäft. Ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwie, also so die wenigsten Persönlichkeiten geben mir heutzutage noch irgendwas. Also auch, weißt du, so ganz ehrlich, theoretisch, was will ich heutzutage mit Bobic auch so besprechen, ne, auch vorhin. Ja, ist halt schön, mach halt dein Ding, weil das Problem ist, du kriegst aus den wenigsten Leuten wirklich was raus, ja, und da sind die Antworten halt auch oftmals einfach schon vorbereitet, selbst wenn Bobic heute beim Doppelpass ist oder so. Ich glaube, mit Kovac könntest du durchaus interessant sprechen und mit Bruchhagen vielleicht auch. Ansonsten. Also ich hätte damals Bock auf Fee gehabt. Boah, gar keinen Bock. Das wäre auf jeden Fall lustig geworden, aber da hätte man auch eine Videogeschichte in der Bar draus machen müssen. Ich glaube ganz ehrlich, dass vielleicht Fee, der keinen Job mehr hat, ja, aber Fee im Trainergeschäft bei der Eintracht, mega schwierig, am besten gar nichts sagen. Nee, ich glaube, das sind so Dinge, da ist es schön, dass ihr euch das so denkt, aber faktisch wäre da gar nichts bei rausgekommen, außer ein paar schnippische Antworten, weil er genauso tickt, ja, und deswegen wird, ganz ehrlich, ich habe auch ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr, irgendwelche arroganten Fatzken zu geben. Sehe ich gar nicht ein. Brauchen wir auch die Sendezeit nicht dafür vergeuden. Ja, nee, also ganz ehrlich, ne, also ich meine, man darf auch echt nicht vergessen, dass gerade so ein Podcast, natürlich sind es auch, es ist eine begrenzte Zuhörerzahl, aber im Endeffekt arbeiten wir allen, auch sage ich mal, im Eintracht-Podcast, dem Fußballverein Eintracht Frankfurt, irgendwo auch zu. Das machen wir mit unserer Zeit, das machen wir mit unserem Geld, was wir hier reinstecken. Da hätte ich auch gar keinen Bock mehr, irgendwie schnippische Antworten hier die ganze Zeit gefallen zu lassen, weißt du? Und dass einige Leute wahrscheinlich das Medium einfach nicht verstehen, da hätte ich gar keinen Bock zu. Deswegen wirklich eher Leute, die offen sind, etwas zu erzählen. Vielleicht gibt es bei Schur die eine oder andere ungelöste Frage. Vielleicht gibt es bei Herrn Bruchhagen die eine oder andere ungelöste Thematik. Aber ich würde es wirklich nur nach interessanten Charakteren aussuchen. Und aber es ging ja noch um unrealistische Sachen. Also würde ich sagen, wir wollen Jürgen Klopp interviewen, nachdem sein Amtsantritt bei der Eintracht als Cheftrainer war. Dann sehr zufrieden. Also Klopp wäre in der Tat jemand, den ich durchaus interessant finden würde. Und vielleicht auch noch eine Ebene tiefer Jogi Löw, kann ich mir vorstellen. Ja, aber ja, nur, ja, wenn ich alle Fragen, aber ja, nur wenn ich alle Fragen stellen dürfte, die ich im Kopf habe. Ich würde Jogi Löw gerne tauschen durch Jürgen Klinsmann. Klinsi auch geil. Aber weil das wirklich wenigstens noch einigermaßen Charaktere sind. Übergeben, während ich bei 9/10 dieses Bundesliga-Geschäfts entweder denke, meine Güte, was seid ihr für Flachzangen, ja, wie Rummenigge, oder Leute, die halt Charisma haben wie, was weiß ich, ein ausgetrocknetes Toastbrot. Wahrscheinlich, da würde hier alles schmelzen, Uli Hoeneß und Christoph Daum zusammen in einer Folge. Dann kommt aber noch Rainer Kallmund dazu. Oh nee, ey. Der ist ja die ganze Zeit nur. Nee, der sagt ja auch mittlerweile überall was. Da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Aber vielleicht Christoph Daum würde ich noch einigermaßen interessant finden. Wenn er nüchtern ist. Ja. Fares möchte wissen, wie viele Hörer haben wir und kann man irgendwie sehen, wie sich die Hörerzahlen entwickeln, beziehungsweise es gab auch eine Frage von Bierernst in die Richtung, ob man an der Entwicklung des Vereins auch so ein bisschen ablesen kann, wie sich die Zahlen entwickeln. Ja, wir haben Hörerzahlen, wo wir nie wir sagen. Wir haben Hörerzahlen. Na gut. Man kann nicht genau sagen, wie akkurat die sind, weil das ja immer so ein bisschen die Frage ist, was dann da auch so ein bisschen wie als Download etc. gezählt wird. Die liegen so im Schnitt
bei 3.500 bis 4.000 pro Folge, mal mehr, mal weniger, kommt immer so ein bisschen vom Thema an, aufs Thema an. Und man kann auch durchaus sagen, dass in dem Moment, wo die Eintracht scheiße spielt, unsere Hörerzahlen oder Abrufzahlen, muss man ja sagen, wir wissen ja nicht, wie viele Leute das hören, sondern wir können ja nur Downloadzahlen messen, die in der Tat dann auch einfach ansteigen, was aber, glaube ich, dann einfach damit zusammenhängt, dass das, was wir hier machen, ja auch so ein bisschen, ja, Frustbewältigung ist, und wenn du gefrustet bist, das dann vielleicht auch eher etwas ist, was du dann als, ja, Ventil brauchst, als wenn gerade irgendwie alles funktioniert. Zumindest hört man das von vielen Leuten, mit denen wir gesprochen haben, die dann sagen, von wegen, ja, wenn die Eintracht scheiße spielt, dann ist es gut, einfach auch mal zu hören, dass andere Leute da auch mitleiden und wie die drüber denken. Dementsprechend, umso schlechter die Position der Eintracht, umso höher unsere Downloadzahlen. Von daher bin ich da durchaus auch mit zufrieden, wenn die jetzt im Moment eher sinken anstatt steigen, weil das bedeutet, dass die Eintracht in der Tabelle extrem gut steht. Dann gab es noch eine Frage von Bierernst, wie die strategische Partnerschaft zwischen dem Podcast und Mathilda Glaskuchen entstanden ist. Die stellen wir mal zurück, bis der Herr Basti da ist. Das soll er dann mal erklären. Genau. Damit haben wir dann auch schon in Rekordzeit den Blog zu den Fragen zum Podcast beantwortet. Pünktlich zu dem Zeitpunkt, wo Frau Alex sich leider verabschieden muss, weil sie morgen dienstlich einmal durch die Republik muss und von daher noch so ein bisschen Schönheitsschlaf braucht. Au revoir. Genau. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass du da warst. Tschüss, und wir hören uns. Ciao. Dann machen wir weiter mit der vorletzten Kategorie, und die Anzahl der Fragen steigt jetzt oder sinkt jetzt mit jeder Kategorie. Jetzt kommen wir Fragen zur Eintracht. Wieder der Schlapper-Schampes, der sich hier eifrig beteiligt hat. Fleißige Fragen stellen. Genau. Ja, sehr gut. Gibt es für uns ein persönliches All-Time-Lieblingstrikot? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich mag den Klassiker Schwarz aus der Saison, was ist denn das? Oh je, das ist 11/12, glaube ich, gewesen. Schwarzes Trikot, wirklich Fraport vorne natürlich noch drauf. Oben, ja, wie so, wie bei Poloshirts, so ein Kragen, aber mit weichem Stoff. Ich kann es sehr schwer beschreiben, ich weiß auch nicht, ob die Saison wirklich passt. Aber Marvin, du weißt, welches ich meine, ja? So ein Klassiker, den kannst du auch überall anziehen, ist nicht so der typische Trikot-Style. Nee, gefällt mir gut. Ist mal was anderes gewesen. Also es gibt ein Trikot, Saison, glaube ich, 90/91, also selber dementsprechend nur so am Rande mitverfolgt, so ein bisschen ein paar Tage vor meiner wirklichen Zeit gewesen. Aber das Trikot mit Höchst und also es sah auch total strange aus, ehrlich gesagt, ne? Also höchst so quer und unten Sterne, an den Seiten Sternen, fand ich irgendwie mega geil. Finde ich heute noch ziemlich cool. Und aber auch die Nachfolgeversion, auch also ein bisschen gemäßigter, jetzt mal so halblang, auch mit Samsung drauf, fand ich noch ziemlich cool. Und dann gibt es ein Trikot, mal eine ganz kurze Zeit, damals noch mit JJ Okocha, ich glaube 94 im Einsatz gewesen, das Tetrapack-Trikot, das Gelbe. Erinnert euch? Ja. Genau, aber nicht das Gelbe, sondern wir hatten mal für ein Testspiel oder was weiß ich wie lang, eine violette Version davon. Ja. Fand ich mega geil, mega geil. Ja, bei mir ist es in der Tat auch ein Tetrapack-Trikot und ich glaube, das ist das, was wir in der Saison 95/96 müsste es gewesen sein, hatten. Dieses rote, wo auch dieser Adler angedeutet vorne auf dem Bauchbereich war. Jetzt nicht von der Ästhetik her, sondern weil ich 95 das erste Mal im Stadion war. Und das für mich einfach dann halt so ein Stück Erinnerung ist. Deswegen ist es mein All-Time-Favorite. Von der Ästhetik her kannst du da natürlich irgendwie da nichts mit anfangen. Aber es ist halt erinnerungsmäßig, ist es halt das, was da irgendwie ganz mein Herz berührt. Das ist cool. Wenn wir uns einen Sponsor für die Eintracht aussuchen könnten, wer würde demnach das Trikot der Eintracht in der nächsten Saison schmücken? Schwierig. Eine sehr gute Frage, ehrlich gesagt. Ich habe mir jetzt über die Sponsorensuche, die übrigens jetzt ja wirklich echt auch wieder anfällt, das vergisst man so schnell. Deswegen ist es auch umso besser, dass die Eintracht auch jetzt bislang eine sehr gute Hinrunde gespielt hat. Vielleicht gibt es jetzt schon Kontakt mit Sponsoren. Das würde ich mir wünschen, dass man das relativ bald festmacht. Ich habe ehrlich gesagt noch
keinen genauen Gedanken. Regional ist hier eigentlich nicht mehr wirklich viel festzumachen. Ich tue mir momentan ehrlich gesagt schwer. Optimalerweise würde ich eigentlich sowas wie Lufthansa immer toll finden. Ja. Keine Ahnung, ich habe, die Eintracht hat halt eine große Beziehung zu diesem, auch natürlich zu Fraport, aber Lufthansa ist ja auch immer Sponsor gewesen. Das, sowas würde ich einfach mega geil finden. Ich mag die Lufthansa, ich mag die Eintracht, passt ganz gut. Gute Sache. Ja, Lufthansa wäre so ein Ding. Regional, Bank fällt so ein bisschen, finde ich, raus, weil vielleicht jetzt auch so pressetechnisch nicht so ganz das, was man will. Aber die Börse fände ich vielleicht auch so ein Thema, weil es eigentlich auch ganz gut zu Frankfurt passen würde. Die auch mittlerweile in Eschborn ist. Ja, aber ja, der Handel ist aber ja immer noch in Frankfurt. Ja, der Handel schon, aber im Endeffekt, die Steuern gehen halt alle in Eschborn weg, was ich halt auch mega beschissen finde. Das ist richtig, aber ja, deswegen, das hat halt auch Historie. Also als unrealistischen Sponsor hätte ich gerne Apple auf dem Trikot, als Apple-Jünger, muss ich ja sagen. Wird mir das mal gefallen, wenn Apple der Eintracht-Sponsor der nächsten Jahre werden würde. Denn würden auch die paar Millionen nicht wehtun. Ich sag mal so, das würde mir gut gefallen. Wir hatten ja schon Samsung, da kann jetzt auch mal Apple rein. Genau, aber wenn wir danach gehen mit unrealistisch, dann würde ich mir auch gerne wünschen, dass die Telekom da als Sponsor auf dem Ding steht, weil dann wären sie nicht mehr auf dem Bayern-Trikot. Ja, da ist was dran. Obwohl, wir könnten ja auch bei zwei Vereinen Trikotsponsor machen. Ja, nee, das würde ich gedanklich nicht mitmachen wollen. letzte Frage in dem Segment von Schlapper Schampers ist, ihr kritisiert recht häufig die Social Media / Marketing Aktivitäten der Eintracht. Gibt es von eurer Seite konkrete Vorschläge, was die SGE machen kann, um sich auf diesem Gebiet weiter zu verbessern, professionalisieren? Ich finde, da ist schon ein großer Schritt Professionalisierung und Verbesserung in den letzten Wochen, Monaten passiert, wenn man sich jetzt mal anguckt, auch gerade aus dem Trainingslager, was da über Snapchat gemacht wird. Dieses ganze Thema Eintracht TV zählt da sicherlich auch mit dabei, mit dazu, wobei ich mir jetzt in letzter Zeit keine Videos da mehr angucken konnte, weil die meisten ja einfach hinter dieser Bezahlschranke stecken und es mir zumindest am Anfang nicht wert war, da den Betrag zu bezahlen für das, was ich da bekomme, weil ich doch relativ viel Fußballberichterstattung auch über andere Medien da konsumieren kann. Aber ich finde, da hat sich schon viel getan. Von daher hat sich viel getan, immer schwierig, da jetzt wirklich konkrete Anforderungen an das zu stellen. Ich finde, das hat sich schon ganz stark gewandelt und man macht da einfach ganz viel. Und am Ende des Tages ist es auch viel ausprobieren und zu gucken, was funktioniert nicht. Also von daher, ja, ich weiß auch gar nicht, in den letzten Wochen haben wir da auch so viel gar nicht mehr kritisiert, oder täusche ich mich da mal? Nee, ganz im Gegenteil. Also ich denke, ich habe ja relativ deutlich schon dargestellt, ich glaube, ich bin da das auch bei fast, mir kommt es fast vor, als würde ich gebetsmühlenartig schon erzählen, dass die Social-Media-Arbeit wirklich besser geworden ist, denn wir haben die ja wirklich vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren noch sehr kritisiert und sie hat einen deutlichen Aufwärtstrend. Ist dort zu sehen, muss ich sagen. Es gibt kleinere Verbesserungsmöglichkeiten, wenn du sagst, in der Frage der Interaktion mit den einzelnen Fans. Ich kann nicht nachvollziehen, inwiefern Fragen im Regelmäßigen dort beantwortet werden, weil natürlich das so ist. Ich sehe jetzt relativ wenig Fragen aus meiner Timeline an die Eintracht, gehe aber jetzt auch aktuell nicht gezielt auf den Account und schaue, welche Fragen dann beantwortet wurden. Twitter ist für mich auch Kanal, bei dem genau solche, so ein direkter Service eigentlich stattfinden soll. Wenn das passiert, dann sind wir hier schon einen richtigen Schritt weiter, finde ich dann absolut gut. Ansonsten, wenn es optional die Möglichkeit gäbe, sich selbst in Diskussionen mal einzuschalten, mal vielleicht den einen oder anderen zwinkernden Kommentar abzugeben, wäre das natürlich noch besser. Aber da müssen wir auch sehen, wie die Personen Kompetenzen verteilt sind, wie viele Leute überhaupt dafür zuständig sind. Grundsätzlich ist da positiv dafür zu halten, dass Social Media gerade bei Snapchat auch echt gut geworden ist. Instagram wird viel gemacht. Du musst ja auch klar sagen, du musst hier eine ganz andere Generation abholen. Twitter ist natürlich auch irgendwo relevant, aber bei Facebook macht mir das ganz gut. Ich glaube auch Snapchat ist auf jeden Fall die richtige Sache, dass da jetzt eingesetzt wurde. Ich werde nie mit Eintracht TV mehr auf einen Nenner kommen. Das ist für mich alles, das ist ehrlich gesagt, ja, es ist halt Vereins-TV. So, ne? Also es ist halt natürlich nur Blabla, alles dünnes Gewäsch und so weiter und so fort. Finde ich jetzt auch nicht mega souverän, was da passiert. Also
das wird nie mein Herz erwärmen können. Aber was zum Beispiel auf Twitter passiert und auch auf den anderen Plattformen, finde ich durchaus gut. Und ansonsten, wenn mich jemand fragt, kann ich gerne noch weitere Social-Media-Strategien erarbeiten, aber dann gegen Geld. Gut. Und das ist kein geringer Stundensatz, meine Freunde. Ja, generell kann man vielleicht so als kleinen Tipp sagen, dass dieses ganze Thema Selbstironie und so weiter da einfach auch so ein bisschen stärker in den Vordergrund tun sollte. Man hat es jetzt, glaube ich, vor Weihnachten war es wieder, wo der FC wieder dieses Endjahresvideo da gemacht hat, wo man einfach auch merkt, da steckt so ein ganzes großes Stück an Selbstironie einfach auch mit drin. Ich glaube, in der Richtung kann man auch einfach viel machen, weil gerade in der Richtung Fußball etwas ist, was da eine Menge für hergibt. Auf jeden Fall. Und das ist, ich liebe das auch. Ich finde es total geil, wenn Leute sich nicht immer total ernst nehmen. Natürlich hast du in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext da auch noch die Frage, wie positioniert sich ein Verein aus politischer Sicht. Aber das muss halt dementsprechend gefüttert werden. Da muss es klare Richtungen, Strategien geben. Da kann man natürlich auch noch mehr machen, denn wenn wir ehrlich sind, wirkt jetzt so ein Twitter-Account von der Eintracht jetzt nicht großartig auf Fanströmungen ein. Ja? Also da passiert halt nichts und das ist halt auch ein News-Kanal mehr oder weniger. Aber das kannst du auch nur machen, wenn du die Personenstärke hast. Ne? Ja, das stimmt. Ja, aber wie gesagt, es ist schon ein Aufwärtstrend zu dem, was vorher war, wo oft gar keine Interaktion stattfand. Heute wird auch mal ein bisschen was retweetet von Leuten, die sich über gewisse Dinge freuen. Das ist schon schön. Du merkst, der Account ist mittlerweile sehr mehr verwurzelt, als es früher war. Auf jeden Fall positive Richtung. So weitermachen, dann passt das schon. Ja. Mo Dunkelgelb möchte wissen, was ist unser Lieblingseintracht-Spieler aller Zeiten und was wäre unser Wunschtransfer bis 10 Millionen fürs aktuelle Team? Dennis. Gut, mein Lieblingsspieler aller Zeiten ist und bleibt JJ Okocha, aber das ist halt einfach unsere Generation, hat Spaß gemacht und ja, tolle Spiele gesehen. Denke ich, muss man gar nicht mehr so viel sonst zu sagen. Mit dem 10-Millionen-Transfer, da tue ich mir ein bisschen schwer, weil die Summe so gering ist. das klingt so blöd, aber für 10 Millionen bekommst du ja heute wirklich. Kriegst du irgendwie so einen Jugendspieler. Genau. Ein anstrebendes Talent, genau, der aber noch nichts gezeigt hat. Ja, finde ich super schwierig, sind wir wieder bei der Thematik, überhitzte Transfermärkte. Ja, ansonsten, wen würde ich denn gerne bei der Eintracht sehen, der noch nicht so überhitzt ist? Fällt mir jetzt aktuell für die Summe wirklich niemand ein. Müsste ich mich mal in Ruhe ein bisschen dem Scouting-Bereich widmen und dann gebe ich in den nächsten Folgen mal eine konkrete Antwort dazu. Hattest du jetzt schon gesagt, was dein Lieblingseintracht-Spieler aller Zeiten ist? Ja, JJ Okocha. Okay. Ja, da würde ich mitgehen. Wobei, Okocha, ich bin da eigentlich auch ganz stark für Fjotov, der ja jetzt auch heute, glaube ich, 50 geworden ist. Oder war es gestern? Nee, heute, glaube ich. Herzlichen Glückwunsch noch an der Stelle. Oh, herzlichen Glückwunsch. Das Thema mit diesem Übersteiger, das ist... Ja, egal, auf jeden Fall. Das hat sich so ganz tief in meinen Erinnerungen verankert. Ja. Also einer von den beiden, entweder Okocha oder Fjotov, wären so die beiden, die es da zu nennen geht. Wahrscheinlich geht man da jetzt einfach auch nicht weit genug in die Historie zurück und dann gibt es einfach noch ganz viele Spieler, die da erwähnt werden sollen, aber man sollte sich jetzt hier nur einen rauspicken. Ja, Wunschtransfer bis 10 Millionen. Welche Spieler kosten denn aktuell 10 Millionen? Sandro Wagner. Den kriegst du okay. Für 10 Millionen auf jeden Fall. Okay, Kurfürst, Sie sind raus. Nee, also für 10 Millionen wüsste ich jetzt echt keinen. Ja, also wenn wir jetzt sagen, aktuell heute, ja, dessen Wert schon mal höher war, aber jetzt kostet er unter 10 Millionen, würde ich immer noch Subotić toll finden, so als Typ, gefällt mir gut. Wer aktuell unter 10 Millionen kostet ist und der Eintracht immer noch ganz gut zu Gesicht stehen würde, unrealistischer Wunschtransfer, Xabi Alonso, der glaube ich momentan auf so 4-5 geschätzt wird, also das wäre immer noch ein Spieler, der mir gut gefallen würde. All-Time-Spieler auf alle Fälle,
Auf alle Fälle auch JJ Okocha, auch wenn es viele andere Spieler gibt, die eher ähnlich gerankt sind, auch in Alex Schur aufgrund einer gewissen Bindung und Nikolov persönliche Bindung auch, finde ich auch absolut herausragend, wird immer untrennbar mit dem Namen der Frankfurter Eintracht in Verbindung stehen, aber JJ Okocha hat halt dieses besondere Moment gehabt, der Genialität, Dinge, die wir auch als Fan, als Eintracht und auch Fußballfan versucht haben, auf den Plätzen dieser Welt nachzumachen, ja, meistens ohne Erfolg. Ich erinnere mich an einen guten Freund von mir, der Manuel, der immer versucht hat, diesen Okocha-Trick zu machen und meistens kläglich dabei gescheitert ist. Ja. Also das sind so Dinge, Okocha hat natürlich diesen Fußball mit der Eintracht in Verbindung gebracht. Das finde ich einfach schön, also diesen schönen Fußball. Deswegen für mich auf jeden Fall JJ, aber auch Yeboah würde ich nennen. Aber es gibt noch viele andere, die ähnliche Kategorie sind, aber wie gesagt, JJ Okocha. Und wenn wir jetzt sagen, wir heben die 10 Millionen Sperre und widmen uns aktuellen Spielern, die ich heute ganz gern bei der Eintracht sehen würde, egal wie teuer es wäre, dann würde ich Jerome Boateng nennen. Oh ja. Finde ich mega geiler Fußballer. Aber wie gesagt, der kostet halt roundabout 50 und keine 10. Aber Dennis hat schon klargestellt, 10 Millionen kriegst du halt auch nicht so viele gute Spieler mehr, ne? Wie ist das denn? Was hat denn Yunus Malí gekostet? 13. Der ist doch so. Du Schand der selbst. Der, also, ja. der ist wirklich, wir würden uns ja auch gut stehen, standardgefährlich und so weiter. Ist jetzt nicht unbedingt mein Traumspieler, wo ich sage, aber da hätte ich jetzt gesagt, wenn der 10 Millionen, naja, gut, dann gibt man halt 10 Millionen für so einen. Ist aber ja, sehr schwierig. Also, wirklich. Das ist halt schade. Ja, Marvin. Ne? Ist halt schade. Ja. Vor ein paar Jahren hättest du für 10 Millionen hier noch ganz andere Spieler bekommen. Aber da sind die Preise halt wirklich total kaputt. Also warum sollst du die denn für weniger abgeben, wenn du weißt, es gibt Vereine aus England oder irgendwas, die kommen und die halt einfach ungefragt den Betrag auf den Tisch legen und fragen, ab wann ist er da? Ja. Das hat halt den Markt so ein bisschen kaputt gemacht. Wenn wir das Ding aufheben könnten, dann würde ich mir fast Dembele vom BVB würde mir noch einfallen. Ich glaube, da steckt viel Potenzial drin, was ich gerne sehen würde. Und Zlatan Ibrahimovic würde ich auch noch nicht schlecht stehen. Und Ibrahimovic würde ich auch noch ganz gerne bei der Eintracht sehen. So, jetzt aber Wunschkonzert over. Jetzt müssen wir uns anderen Fragen widmen. Ach, jetzt stell dich doch nicht so an. Mensch. Dann kommen Fragen von Alex H. Und zwar ist die Frage, meint ihr unser guter Ruf, guter in Anführungszeichen, als Eintracht-Fan wird in den nächsten Jahren so bleiben? Marvin. Also, er spricht ja auf den nicht guten Ruf an. Ich denke, er wird sich schon bessern, ehrlich gesagt. Also ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass es eine positive Entwicklung gibt. Ich blick ja sonst immer eher negativ in die Zukunft. Aber er wird sich zwangsläufig bessern. Was aber auch damit zusammenhängt, dass wir wahrscheinlich nicht in den nächsten 10 Jahren noch genauso viele Stehplätze haben werden. Also ich gehe davon aus, dass wir weniger Stehplätze haben werden, dass es weiter eine Verdrängung gibt und dass es dadurch eine größere Gleichheit der Fans geben wird und es dementsprechend auch zu weniger Auseinandersetzungspotenzial kommt. Deswegen denke ich, wird sich das eher verbessern. Andererseits würde ich mir auch sowieso wünschen, dass man genauer beleuchtet, wo Probleme herkommen. Und wenn das passiert, dann wird sich unser Ruf vielleicht auch bessern. Also ich sehe es mal einfach grundsätzlich positiv. Dennis? Ganz kurz darauf aufgreifend, ich weiß nicht, ob ich das komplett verwechsel, aber hat nicht Hellmann sich sogar für die Ausweitung der Stadiongröße, Stadionstehplätze ausgesprochen, dass eben du mehr Zuschauern die Möglichkeit gibst zu schauen. Hat er was gemacht? Stehplatzbereiche um. Ja, hat er gesagt, meine, aber er hat es noch nicht gemacht, ne? Und das ist halt genau der Punkt. Hast du völlig recht, aber du hast völlig recht, das ist ja, der Trend ist ja eher dahin, alle Stehplätze zu verdrängen. Deshalb hast du auf jeden Fall in der Hinsicht recht. Ich wollte nur sagen, ich glaube, ich hatte das so ein bisschen medial auch irgendwas mitbekommen, dass da was war, wo ich gedacht habe, oh, das geht ja jetzt mal in die ganz andere Richtung, gefällt mir ja. Aber wenn
Endeffekt wird es wahrscheinlich eh wieder nur dummes Geschwätz sein. Die andere Sache ist, warum ich denke, dass es sich bessern wird, ist, ich hoffe, dass der DFB und alle mal mitbekommen, dass Kollektivstrafen gar nichts bringen, mehr auf Individualstrafen über Videoüberwachung gehen wird und dass nach auch einer gewissen Zeit eine gewisse Durchgriffskraft haben wird, dass einfach die Leute nicht mehr in der Masse verstecken und Gott weiß was machen, Raketen zünden und so weiter. Wenn es ein bisschen Bengalos sind, da bin ich der Letzte, der sagt, oh mein Gott, schlimmen. Aber wenn es dann eben wirklich so ausartet, wie man das leider ja doch ab und zu mal in der Vergangenheit haben, ich denke, das wird immer, was ja auch gut so ist, einfach aufgrund der Sache, das muss auch passieren, dass einfach die Strafen individuell auf den jeweiligen Verursacher gemünzt werden und nicht diese Kollektivstrafen-Mist-Sachen da passieren. Ja. Ja, ich denke auch, dass der Ruf sich bessern wird. Ich meine, jetzt haben wir doch ein relativ gutes Umfeld, also durch den Verein gegeben. Ich denke schon, dass das eher so einen positiven Trend haben wird, als jetzt einen negativen Trend. Ja. Unsere Wünsche, Hoffnung, Ängste bezüglich der Eintracht und der Bundesliga. Ja, Wünsche, Hoffnung wäre für mich, dass das Konzept, was sich jetzt andeutet, eine Verjüngung des Vereins, dem Verein, der Mannschaft eine andere Ausrichtung zu geben und auch ein bisschen mehr in das Thema ja, Jugendarbeit, Sprungbrett für Nachwuchstalente zu sein und daraus halt einfach auch, ja, sinnvolle Tabellenplatzierungen zu machen. Das wäre so eine Hoffnung, die ich da habe oder ein Wunsch. Und Ängste beziehen sich jetzt eigentlich weniger auf die Eintracht, sondern eher auf das Konstrukt Bundesliga an sich, nämlich dass dieses komplette Konstrukt irgendwie total an die Wand gefahren wird, was so das Thema Vermarktung angeht. Und es eine riesige Schere gibt zwischen den drei Vereinen, die finanzielle Mittel haben und den Kader da oben mitzuspielen und dann eine riesen Lücke ist und dann irgendwann ein kleines Mittelfeld kommt und viele irgendwo da unten dann das Thema Abstieg unter sich ausmachen. Das wäre so ein bisschen eine Angst, dass das weiterhin einfach so eine, ja, sehr stark voneinander getrennte Zwei- oder Drei-Klassengesellschaft in dieser Bundesliga ist und damit auch jegliche Spannung aus diesem Ding irgendwie rausgeht. Zumindest wenn man über das Thema Meisterschaft redet und die Spannung sich allein auf das Thema Abstiegskampf konzentriert, was auch eine gute Spannung sein kann, aber keine, die ich gerne sehen würde, zumindest nicht für die Eintracht. Marvin? Wünsche. Ja, ich hoffe nur, ehrlich gesagt, aufs kurz eigentlich nur, dass die gute Hinrunde sich einigermaßen in der Rückrunde bestätigt, dass es nicht nur ein kurzes Aufflackern war, denn wir müssen realistisch sein, nur wenn wir aus dieser Saison auch tabellentechnisch was Positives herausziehen, hat das Ganze hier halt einen Wert. Also das heißt, wir müssen uns eigentlich über den 9 platzieren. Ja, Europa klingt gut, aber das wird sehr leider ein bisschen unrealistisch. Wenn wir das schaffen sollten, hätten wir was mega Tolles geschafft, gerade mit der Truppe. Aber alles über 9, das wäre so erstmal die kurzfristige Hoffnung. Aus langfristiger Sicht kann es für mich nur die Hoffnung sein, dass es ein Mittelmaß-Club wie die Eintracht schafft, wirklich längerfristig was aufzubauen. Und da habe ich ehrlich gesagt momentan mit der Eintracht natürlich mit Kovac weniger Skepsis, aber ich sehe kaum noch, dass es Bundesliga-Mittelmaßclubs gibt, die Chance haben, über längere Jahre was aufzubauen, dass das dann Bestand hat und auch immer weiterentwickelt werden kann. Denn oftmals bei kleinen Pflänzchen, die sich irgendwie dann, die dann groß ziehen, wird der entscheidende Kopf oder wie soll ich sagen, wird der entscheidende Dünger rausgenommen und dann verdeiht das Pflänzchen, um es mal so zu sagen. Und so habe ich die Angst, wenn die Eintracht jetzt diese Saison gut spielt, auch in der Rückrunde sich gut platzieren kann, dass dann jemand wie Kovac ganz schnell weg sein kann, weil er ein anderes Angebot bekommt und dann stehen wir wieder da. Für mich ist beispielsweise jetzt auch die Lobpreisung an Bobic viel zu früh. Du kannst nie sagen, wie jemand nach einem halben Jahr zu bewerten ist. Das kannst du weder im Positiven noch im Negativen. Und da würde ich echt sagen, Leute, lasst uns alle mal abwarten. Bei Kovac kannst du das, der jetzt schon länger als ein halbes Jahr da ist.
Und da hoffe ich einfach, dass es die Möglichkeit gibt, dass sich Clubs wie die Eintracht dauerhaft positiv entwickeln können. Ja. Das würde mich ehrlich gesagt wundern und ein positives Wunder schadet nicht. Also ich hoffe auch, dass wir vielleicht jetzt junge Talente auch anziehen. Vallejo, ein gutes Beispiel dann. Spieler dieses Formats, das wir zeigen, du kannst dann wirklich dich auf internationale Klasse sozusagen entwickeln und die Eintracht bietet dir die Plattform dafür. Die Sorge ist allerdings, dass dieses schöne Modell, was wir momentan fahren mit diesen vielen Reihen, eben wirklich dazu führt, dass wir uns da auch manchmal eine Gurke oder mehrere Gurke, im schlechtesten Fall nur noch Gurken holen und im Endeffekt eine Saison dann auch schnell ganz in die Hose gehen kann. Ist auch immer die Frage, bekommst du immer diesen Nachschub an wirklich guten Talenten, an wirklich soliden Spielern auf Leihbasis oder solltest du wirklich schauen, und das gefällt mir sehr gut, was ich hier sehe, dass du wieder suchst, junge Spieler aus der 17 hochzuziehen, wieder zu schauen, ob die in der Profimannschaft was bringen können. Das finde ich eine Entwicklung, dass wir da endlich mal die Schritte auch wagen, junge Spieler ins heiße, ins kalte Wasser zu werfen und sagen, guck mal, spiel mal und es funktioniert. Mag an Kovac liegen, mag am Gesamtkonstrukt, dass die Eintracht momentan relativ stabil spielt und dadurch auch für so einen jungen Spieler einfach. Gefällt mir gut, hoffe ich einfach, dass wir daraus noch mehr ziehen können. Angst habe ich einfach, dass das Gesamtkonstrukt irgendwann auseinanderfällt, wie man dasteht und sagen, oh, wir haben gestern alles Leihspieler, die sind auch noch schlecht, jetzt haben wir ein Problem, okay, wie bauen wir jetzt auf und dass wir dann wirklich wieder komplett null anfangen müssen. Deshalb bin ich auf deiner Seite, Marvin, und auch René, du sicherlich genauso. Wir müssen aus dieser Saison jetzt was Greifbares holen und ich hoffe sehr, dass wir Platz 6 wäre natürlich genial, wenn wir den irgendwie erreichen könnten. Wenn sie an die Leistung anknüpfen können, die sie in der Hinrunde gezeigt haben, bin ich da aber sogar recht optimistisch, dass da was passieren könnte. Ja. In der Hinsicht zumindest. Das klingt gut. Während der Dennis sich jetzt einmal hier kurz ausklingt und wieder zurückkommt, damit die Verbindung etwas besser wird, beantworten der Marvin und ich die Frage, eigenes Stadion oder Mieter bleiben? Marvin. Ja, für mich ist ganz klar, eigenes Stadion würde ich potenziell gut finden, ist aber grundsätzlich erstmal unrealistisch. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, wirklich hier zu sagen, wir können die Stadionmiete senken, auch mit dem bestehenden Stadion, würde ich dabei bleiben. Also zunächst erstmal ein neues Stadion bauen, kostet auch erstmal viel Geld. Du hast nicht die wirtschaftliche Sicherheit zu sagen, dass wir dauerhaft in der ersten Liga bleiben, aktuell nicht. Und solange wir keinen Sponsor finden, der uns Teile des Stadions bezahlt, ist es ein Risiko. Das wird sich irgendwann abtragen. Aber man muss auch überdenken, wie soll sich ein Stadion finanzieren, wenn es noch ein anderes Stadion gibt, das mit deinem in Konkurrenz steht, allein wenn es darum geht, das irgendwie voll zu bekommen. Wenn nicht nur die Eintracht dort spielt, sondern du auch auf Konzerte angewiesen bist und so weiter und so fort. Die Commerzbank Arena in Frankfurt ist das eine der wenigen Stadien, die sich am Ende des Jahres über ein kleines Plus freuen können und kein Minus. So, und wenn es dann zwei von dieser Sorte gibt, wird es umso schwieriger, beide mit einem Plus rausgehen zu lassen. Ja? Also deswegen für mich die realistische Option, genug Druck aufbauen und sagen, dass die Stadionmiete drastisch gesenkt wird. Drastisch heißt ja nicht, dass wir jetzt nur noch eine Million zahlen, aber zumindest 1 bis 1,5 Millionen weniger, um den Vorteil, um dadurch eine Wettbewerbsneutralität zu schaffen. Das ist für mich die einigermaßen realistische Option. Ohne Geldgeber wird ein neues Stadion schier unmöglich, denke ich. Ja, sehe ich ganz genauso. Also finanziell ist das ein schwieriges Thema. Du musst das Ding ausgelastet bekommen. Und dann da sehe ich halt auch, wie du schon sagtest, wenig Grund, wenn man sowas macht, dann irgendwie mit der Auslastung da hinzugehen, wenn man eben sowas wie die Commerzbank Arena da als Konkurrenzprodukt auch in der Nähe hat. Schwierig. Was hatte denn das Waldstadion damals gekostet, jetzt um 60 Millionen oder so? Ich
glaube ja, warte mal, Kostenwaldstadion, ob man da in diesem Internet was findet. Ja, weil wenn du dann wieder die Stadionmiete von 9 Millionen oder was man da bezahlen, also das ist schon echt unverschämt und das ist schon krass. Entsprechend kann ich diese Tendenzen zu sofort ein eigenes Stadion, die zocken uns ja total ab, völlig verstehen. Marvin hat aber wunderbar die Sachen auch schon angesprochen. René, du bist ja auch wunderbar darauf eingegangen, nochmal diese Konkurrenz, die du ja im Endeffekt direkt in der direkten Nachbarschaft hast, die eben dann auch dafür sorgt, dass du keine weiteren Events aus Fußballspiele eigentlich groß darin stattfinden kannst, einfach zu einem Dumpingpreis dann wieder. Das ist sehr, sehr schwierig. Und ich denke, da geht es wirklich darum, kann man nicht irgendwie mit der Stadt verhandeln um einen angemessenen Stadionpreis? Ich glaube, in der Zweitligasaison hat es immer die Hälfte gekostet. Ich glaube, da haben wir dann 5 Millionen noch bezahlt, was ich denke, ich völlig bezahlt. Dieses Stadion hat eine gewisse Kapazität, aber ist jetzt auch der Mega-Knaller und von den Gebühren her sind wir, glaube ich, Spitzenklasse. Also mehr bezahlt, glaube ich, kaum ein Bundesligist. Ja. Und das kann eigentlich nicht sein. Also da musst du sagen, die Frieden bezahlt mittlerweile durch die horrenden Mieten, die wir bezahlt haben im letzten Jahr. Also kann jeder zufrieden sein und ich denke, ja, das eigene Stadion wird dann wahrscheinlich eher nicht sinnvoll sein, wenn man sich irgendwie auf einen gescheiten Stadion-Mietpreis einigen kann. Ja, aber der muss halt auch einfach realistisch sein und der ist ja jetzt doch weit, weit weg von allem, was man da irgendwie hat. Ich habe jetzt übrigens hier nichts gefunden, was zur Stadion, zu den Kosten des alten Waldstadions genaueres sagt. Und das Einzige, was ich direkt gefunden habe, war, dass die Kosten für die Commerzbank Arena 30 Millionen höher waren am Ende als am Anfang erwartet. Okay, lass mal weitermachen. Ich sehe schon, du willst jetzt hier nicht über Geld sprechen. Dann sprechen wir über andere wichtige Dinge. Der Konstantin möchte wissen, was denkt ihr, welche Rolle wird Alex Meyer A in der Rückrunde und B in der kommenden Saison spielen? Also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass er überhaupt noch eine Rolle in der Rückrunde spielt. Genau, das wäre auch meine Antwort gewesen, ja. Also was sagst du mit Rückrunde? Rückrunde glaube ich auch schon so gut wie gar nicht. Ja. Eher ein Wechselspieler, wobei das ein Thema ist, was ihm halt überhaupt nicht liegt. Genau. Und auch für mich damit in der nächsten Saison einfach raus. Ich meine, wir haben so viel Qualität in dem Thema Offensive und er hat jetzt ja auch, also der Torgarant ist er jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, der ist einfach jetzt auch so ein ganzes Stück über seinen Zenit drüber. Ich könnte mir vorstellen, dass er entweder recht frühzeitig die Karriere bei der Eintracht beendet und dann irgendwo vielleicht im Verein irgendwie unterkommt oder sogar nochmal irgendwie wechselt. Aber ich sehe eigentlich bei uns momentan wenig Zukunft für ihn. Für mich ist ehrlich gesagt mega wichtig, dass jetzt ein Konzept entwickelt wird, gerade in dieser Winterpause, jetzt noch gerade noch im Trainingslager, dass Meier als Joker nochmal aufbaut, dass wo Kovac nochmal Meier die Kandare nimmt auch nochmal sagt, genau das ist jetzt meine neue Position, die ich für dich haben will, denn über 90 Minuten wird es jetzt vielleicht nicht mehr so dauerhaft funktionieren, dass er weiterhin ein wichtiger Teil dieses Teams wird, denn ich denke, er kann uns in der Rückrunde auf jeden Fall noch den einen oder anderen Punkt retten. Er hat diese Qualitäten, er weiß, wo er mit seinem Fuß zu stehen hat, er weiß, wo man hinschießen muss. Das kann uns ein großer Vorteil sein, aber er muss dementsprechend richtig instruiert werden. Darauf hoffe ich jetzt und glaube aber nicht, dass er über die Saison hinaus noch eine zu große Rolle bei der Eintracht spielen wird. Wir müssen uns auch darum kümmern, dass es hier eine Nachfolgeregelung gibt. Ist denn der Alex Meyer fit aktuell mit ins Trainingslager gefahren? Ja. Also macht eine volle Vorbereitung der Rückrunde mit, kann also tatsächlich womöglich noch entscheidende Treffer in der Rückrunde machen. So war meine Wahrnehmung bis jetzt, ja. Mhm.
Also das Problem für mich ist ja immer, du hast vorhin auch schon gesagt, René, er ist natürlich überhaupt kein Einwechselspieler. Überhaupt gar nicht. Er braucht diese verdammten 90 Minuten plus X, um da seine Tore zu machen. Dann bringt er uns aber ja wirklich weiter. Wir haben natürlich bis jetzt das Glück gehabt, dass wir von schlimmen Verletzungsmiseren verschont geblieben sind. Darf man auch nicht vergessen. Also so gut wie momentan der Status ist und wir können auf viele Offensivspieler zurückgreifen und so weiter. Wir hatten ja schon Zeiten, da waren wir froh, dass überhaupt einer gespielt hat. Und wenn dann einer wie Alex Meyer noch zur Wahl steht auf der Bank, finde ich, ist das schon ein Luxusproblem. Und ich hoffe, dass wir da gar nicht hinkommen und Alex Meyer wirklich dann im Endeffekt auf der Bank seine Spiele rumbringt und wir trotzdem gewinnen. Auf der anderen Seite können wir ja froh sein, wenn wir wirklich die Möglichkeit haben, mit einem fitten Meyer kannst du immer noch mal ein Spiel drehen. Mhm. Ja, und ich glaube, was halt da auch noch so ein bisschen mitschwingt, ist halt einfach auch so dieser Mythos Meyer, der bei vielen noch irgendwie im Kopf ist, den du halt auch noch einfach einsetzen kannst. Ja, dass halt viel sich auf ihn konzentriert, wenn er halt auf dem Platz steht, weil er halt ja doch dafür bekannt ist, einfach auch mal eben im richtigen Moment an der richtigen Stelle aufzutauchen und den Fuß in die richtige Richtung zu halten. Das bindet dann natürlich auch noch so ein bisschen Aufmerksamkeit, den der Rest dann wiederum nutzen kann. Aber ich glaube, dass auch, dass das nichts ist, was sich jetzt über Ewigkeiten da durchtragen wird. Ja, deswegen, ich bleibe bei meiner Meinung, dieses Jahr noch so vereinzelt oder diese Saison noch so ein bisschen vereinzelt, aber in der nächsten Saison sehe ich ihn da bei uns nicht mehr. Genau. Adlermania 80 möchte wissen, und damit schließen wir den Block der Fragen zur Eintracht ab, welchen Platz wird die SGE unserer Meinung nach am Ende der Saison belegen? Ich sage Platz 5. Bin ich ganz so optimistisch, ich sage 6. Tja, dann sage ich die 7. Du hättest auch sagen können 4 oder 3. Nö, ich bin ja nicht blöd. Zweiter Leipzig-Jäger. Ja, du, das können wir ja trotzdem sein. Abgesehen, also nicht Zweiter, aber wir können schon. Doch, wenn wir Dritter werden, schon, weil die Bayern werden ja dann Zweiter, dann müssten wir ja Dritter werden. Klar, aber mir geht es mehr darum, wirklich den Leipzigern irgendwie ein Beinchen zu stellen. Das würde ich mega toll finden. Wir werden trotzdem noch ein paar dusselige Spiele verlieren, deswegen nur Platz 7. Aber wenn wir den Leipzigern vielleicht so am Ende so ein bisschen die Suppe versalzen, könnte natürlich auch nichts dagegen. Das definitiv. Also ich will nicht, dass die da bei uns irgendwas feiern. Gibt es denn noch ein Szenario, dass wir auch mit Platz 7 an der Teilnahme für Europa mitwirken dürfen? Diesmal gibt da ja immer so skurrile, falls das und das passiert. Gibt es das denn noch oder wurde alles abgeschafft? Hatten wir das nicht in einer der letzten Folgen auch kurz besprochen, wo Basti irgendwie das angedeutet hatte? Ich meine, es gibt, muss noch mal gucken, ich glaube bei der letzten oder bei der vorletzten Folge hatten wir dazu ein Thema, wo wir das kurz aufgegriffen haben. Es gibt auf der Seite des DFB, meine ich, relativ umfangreiche, genau in der letzten Folge war das, Beschreibung, wer wann in die Euroleague kommt. Und bei 80% der Konstellation schafft es der Tabellensiebte. Also hier zum Beispiel der Pokalsieger befindet sich in der Bundesliga-Abstiegstabelle unter den ersten Vieren. Kommen Tabellenfünfte, Tabellensechster, Tabellensiebter. Also da gibt es verschiedene Konstellationen. Da einfach mal in den Links zur Folge 249 gucken. Da haben wir das. Mal gucken, ich glaube, die habe ich überhaupt nicht gehört. Ja, du Frechdachs. Musst mal genau hören. Dennis, nicht HR4 hören, uns hören, wenn du nicht dabei bist. Ich merke schon. Ja, also da gibt es verschiedene Konstellationen und das ist dann halt wirklich stark abhängig von dem Thema Pokalsieger oder ist Pokalsieger gleichzeitig auch irgendwie Meister und aber in ganz vielen Fällen kommt eben der Siebte dann quasi da auch noch mit rein, was uns ja schon irgendwie dann auch reichen würde oder auch nicht. Dann ist Marvins Tipp ja auch in Ordnung. Ja, ich gehe aber eigentlich davon aus, dass wir einfach einen DFB-Pokal holen. Ja, dann wird das so Thema doch geklärt. Dann haben wir noch zwei Fragen zu dem Thema Bundesliga oder Fußball im Allgemeinen. Einmal von Schlapper Schampes. Die Frage, gibt es eine Regeländerung im Fußball, die wir gerne umsetzen würden? Ja, weniger Änderungen.
Nein, also ehrlich gesagt nicht. Ich brauche nicht andauernd 10 Milliarden Änderungen. Vielleicht müssen wir über das Hawkeye-Konzept einfach sprechen. Das wäre vielleicht schon eine Option. Mhm. Also da würde ich mit mir drüber reden lassen. Das schon. Ja, und also Videobeweis, ja. Ja, und ansonsten, gut, das wird ja jetzt auch häufiger gemacht. Das gab es ja jetzt schon, also nicht mehr zwingend rote Karte bei, also auch bei Torhütern, die faulen oder so, das ist ja jetzt auch schon umgesetzt. Aber ansonsten, ehrlich gesagt, würde ich krasse Schwalben mit Karten bewerten. Also krass lächerliche Schwalben, darüber kann man schon mal sprechen, dass die auch mal dementsprechend bewertet werden. Das sind grobe Unsportlichkeiten. Das passiert ja heute schon des Öfteren, aber das kann von mir aus noch viel härter bestraft werden. Denn Fußball muss nicht immer zu einem kompletten Mimosensport ausarten. Hm. Ansonsten war es das meine. Ja, wobei dann halt auch wieder so die Frage ist, ab wann sagst du dann, es ist eine Schwalbe? Wenn er sich fallen lässt, wenn keine Berührung da war, oder wenn er sich fallen lässt, wenn eine Berührung da war? Ja. Mir geht es gar nicht darum, dass er sich fallen lässt, sondern mir geht es um die Theatralik. Mir geht es darum, dass aus jeder Kleinigkeit, aus jeder Berührung heute ein Mega-Akt gemacht wird. Mir geht es nicht um den Akt des Fallens. Das ist durchaus akzeptabel. Auch ich konnte in einer gewissen Art und Weise sogar das Argument der Schutzschwalbe damals noch von Möller verstehen. Mir geht es eigentlich eher darum, um diese Theatralik, um dieses absolute Rumgeheule. Also es wird einfach mal Zeit, dass Fußballer sich auch auf dem Platz einer gewissen Verantwortung bewusst werden, dass auf der einen Seite nicht sich total rübelhaft die ganze Zeit zu verhalten und auf der anderen Seite nicht wegen lächerlichen Dingen sich fallen zu lassen. Und also das finde ich einfach echt peinlich und daneben. Und da könnte es dementsprechend schon mal Regeländerungen geben. Gibt es bei anderen Sportarten auch nicht. Ja? Das stimmt. Ich hätte auch noch eine Regeländerung. Und zwar, ihr erinnert euch ja noch an den Fall Chandler, rote Karte. Offensichtlich ja Fehlentscheidung, trotzdem ein Spiel gesperrt. Ich denke, da wird es Zeit für eine Regeländerung, wenn es offensichtliche Fehlentscheidungen waren. Gerade auch Rotaten und so weiter. Man sieht, das war der Fallspieler oder da wurde offensichtlich was falsch gemacht, dann muss auch da keine Strafe für gegeben werden. Die Strafe war da, er musste zu dem Zeitpunkt schon vom Platz gehen. Das kannst du natürlich nicht wieder zurücknehmen, die 10 Minuten oder was weiß ich, wo wir in Unterzahl gespielt haben. Auf der anderen Seite dann noch ein Spiel. Also gerade wenn jeder es im Fernsehen sieht und jeder regt sich auf und so weiter, diese ganze Problematik entschärfst du, indem du sagst, ja, es ist eindeutig gewesen, natürlich kriegt er keine Sperre vom Sportgericht oder sonst was, weil es war nichts. Oder wie seht ihr das? Ja, das wäre so ein Thema, was durchaus Sinn machen würde, weil ja durchaus in der jetzigen Situation schon eine Strafe da war. Das kann man vielleicht aber auch so ein bisschen auf dieses Thema mit den Schwalben durchaus auch ansehen, dann halt auch nachträglich so Dinge wieder zu entkräften. Ich weiß gar nicht, wo hatte ich das letztens gehört? Ich glaube, das war in dem Reingemacht-Podcast, wo die auch über dieses Thema diskutiert haben, dass wenn du im Nachhinein jetzt mal der Fall Schwalbe, der Spieler, der vermeintlich eben das Foul begangen hat, geht irgendwie mit einer roten Karte vom Platz, weil es irgendwie als Tätlichkeit oder irgendwas als härteres Foul da gewertet wird und im Nachhinein stellt man fest, naja, eigentlich war es gar nichts, dann ist halt trotzdem einfach durch den jetzigen Standpunkt, dass man sagt, naja, Tatsachenentscheidung, nicht nur, dass du bestraft worden bist in dem eigentlichen Spiel und da schon in Unterzahl unterwegs warst, nein, du wirst auch noch für die Zukunft bestraft, weil eben zwingend auf rote Karte folgend eben dann das eine Spiel Sperre ist oder gelb-rot oder ein Spiel genau, oder mindestens ein Spiel. Genau, genau, ja. Du wirst halt dann mitnehmen, sogar mindestens, wenn es glatt rot ist, sogar für mindestens 2 Spiele. So sieht das Regelwerk das vor. Du wirst halt auch für die Zukunft bestraft, obwohl du ja eigentlich im Nachhinein feststellst, naja, es war halt an der Stelle eigentlich nichts gewesen und da will man sich ja momentan, hängt man sich da auf diesem Thema dieser Tatsachenentscheidung auf und dass man sagt, man will irgendwie da die Tatsachenentscheidung der Schiedsrichter nicht irgendwie entkräften, was ich zum gewissen Grad nachvollziehen kann, aber gerade in solchen Fällen halte ich das halt auch für absolut nicht zeitgemäß. Ja, man hat die Möglichkeit, man kann es irgendwie dann erkennen und dann aber zu sagen von wegen, ja, war blöd, aber trotzdem bleibt der Spieler jetzt für 1 oder 2 Spiele in die Zukunft noch gesperrt, obwohl du eine aktuelle Bestrafung direkt im Spiel schon hattest, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Auf der anderen Seite
würde ich gerne, dass solche, diese ganzen Geschichten, wo du Leuten irgendwie absichtlich jetzt nicht irgendwie im Lauf, sondern in ruhenden Situationen den Leuten mit den Händen irgendwie im Gesicht rumkrapschst, das muss für mich direkt eine rote Karte sein. Da hat eine Hand nichts zu suchen an der Stelle. Ja, und da ist es auch vollkommen egal, wer das ist und was das ist. Ja, Hand im Gesicht, auf Wiedersehen, unsportlich, darfst du gehen. Bumm. Mhm. Wichtig. Nee, aber wer da mehr zu haben will, der kann sich gerne mal verschiedene Schiedsrichter-Podcasts oder andere Podcasts anhören. Da wurden diese Themen auch schon umfangreich behandelt. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Frage zu dieser Folge. Ja, gar nicht so lang war, wie ich gedacht habe. Ich hätte eigentlich mit eher so was Richtung 3 Stunden gerechnet. Zur allerletzten Frage für heute. Zur allerletzten Frage. Wir haben das komplette Dokument dann gleich schon durch. Krass, okay. Und zwar die Frage von Bier Ernst ist die letzte Frage für heute und sie lautet: Von wegen Filterbubble, gäbe es die Eintracht nicht, nennt jeder bitte 2 derzeitige Bundesliga-Vereine, denen ihr die Daumen drücken würdet, 2, weil Basti E der FC Köln gesetzt ist. Also ganz ehrlich, ich habe die Fragen ja schon vorgesehen und habe von daher lange Zeit gehabt, mir darüber Gedanken zu machen. Ich tue mich da echt schwer. Der FC wäre für mich auch so ein Verein, auch für mich historisch gesehen ein wichtiger Verein und auch weil ich die Leute, die da irgendwie mit dem Verein verbandelt sind, extrem mag. Und von daher tue ich mich da so ein bisschen schwer, da jetzt irgendwie noch einen anderen Verein zu nennen. Von daher lasse ich euch erstmal jeweils einen nennen und dann gucken wir mal, ob uns jeder noch ein zweiter einfällt. Tja, also ich wollte auf jeden Fall einen Verein nennen, der gar nicht mehr in der Bundesliga ist. Was machen wir denn da? Geht auch Zweitligist oder nicht? Wenn nur Erstligist geht, dann muss ich mir was überlegen. Derzeitige also Bundesliga-Vereine, da steht nicht, ob erste oder zweite Bundesliga. Okay, was? Okay. Da steht nicht, ob erste oder zweite Bundesliga. Es gibt beides. Also auf jeden Fall erste Bundesliga Dortmund. Ja. Und ja, um diesem Thema nochmal aus dem Weg zu gehen, ob jetzt erste oder zweite Bundesliga, muss ich auch sagen, HSV. Ja, Dortmund und HSV. Okay. Dortmund aufgrund der potenziellen Möglichkeiten in Bayern immer mal ein bisschen was ein auszuwischen, gleichzeitig auch aufgrund der spielerischen Attraktivität. Der HSV, weil es ein absolut sympathisch kaputter Verein ist, hat eine tolle Stadt, ist in einer tollen Stadt und hat immer noch dieses, ja, wie soll ich sagen, hat für mich immer noch ein bisschen Flair. Also ich habe immer das Gefühl, wenn du irgendwo was aufbauen willst, geht beim HSV noch was. Also keine Ahnung. Und das ist so, irgendwo fühl ich da gewisse Sympathien. Hm. Dennis? Ja, das ist wirklich schwierig. Also Köln oder Dortmund wäre für mich auch, da hätte ich jetzt schon eigentlich 2, hätte aber gerne an sich auch noch die Darmstädter genommen. Was bist du denn total bescheuert? Doch, weißt du auch warum, Marvin? Aus. Ja, es liegt an 2 Gründen. Ich denke, aus diesem Fall sehr viel machen, wenn man nicht so viel Quatsch machen würde. Das ist aber eine Sache, die dauert auch jetzt viel zu lange, da müssen wir jetzt hier, da sind wir wirklich bei den 3 Stunden, was ist da alles falsch gelaufen oder was läuft da falsch aktuell und was mag man nicht, was mag man, ist eine ganz andere Frage, es ist einfach schade, aber dann bleibe ich bei Köln und Dortmund, dann gehe ich der Sache erstmal aus dem Weg. Ja, und das andere Thema besprechen wir nachher. Genau. Dann muss ich noch einen zweiten Verein nennen und würde mit Blick auf die aktuelle Tabelle in der Tat dann auch da den HSV in Erwägung ziehen. Nicht, weil ich es besonders traurig finden würde, wenn der Verein aus der Bundesliga, aus der ersten Bundesliga verschwindet, sondern weil ich es schaden finden würde um die vielen netten Menschen, die wir in den letzten Jahren über diesen Podcast und über Twitter dort kennengelernt haben, für die ich es extrem schade finde, dass sie einfach nicht mehr Teil dieses Bundesliga-Themas oder dieser ersten Bundesliga-Themas wären. Aber das wäre dann auch schon so der Hauptgrund dafür. Ja, das ist auch auf jeden Fall auch ein Punkt, ne? Aber das ist halt das Ding, wir haben bei fast allen Bundesligisten sympathische Leute kennengelernt. Also mir tut es eigentlich sowieso immer um jeden leid, der irgendwie den Gang runtergehen muss. Andererseits, wenn wir uns mal anschauen, ich will das jetzt auch gar nicht in die Länge treiben, aber wäre der finanzielle Aspekt bei solchen Abstiegen nicht so gravierend,
könnte man ja schon sagen, dass Abstieg halt auch ein bisschen was Positives haben. Sportlich auf jeden Fall. Aber schau dir an, wie bei Hannover das aktuell auch ist. Ja, also da gibt's, ich meine, war ja auch ein ärgerlicher Abstieg, aber das sieht doch jetzt ganz gut aus. Ja, aber du bist halt dazu verdammt, auf jeden Fall maximal ein Jahr und den direkten Aufstieg, weil ansonsten bist du halt finanziell einfach so dermaßen am Arsch, dass du es halt total vergessen kannst. Richtig. Das heißt eigentlich, ja, wenn wir das Rad irgendwann wieder zurückdrehen könnten und so ein Abstieg nicht mehr ganz so dramatisch wäre, naja, was soll man sagen? Aber dementsprechend kann man jetzt ja keinem den Abstieg wünschen und es fällt einem immer schwer, wenn wir wissen, okay, der ein oder andere muss einen Gang in die zweite Liga antreten. Das war ja bei Stuttgart dann auch so. Naja, ist nie einfach, aber kennen wir ja alles aus eigener Erfahrung. Leider ja. Genau. Ja, Jungs, erstaunlich. Wir sind durch das Dokument. Wir haben alle Fragen beantwortet, auch die ich jetzt hier nicht explizit erwähnt habe, haben wir dann doch, weil sie mehrfach zum Teil genannt wurden, an anderer Stelle beantwortet. Das Einzige, was offen ist, ist die Frage nach der Partnerschaft mit Mathilda Glaskuchen. Die legen wir dem Basti aufs Kopfkissen, damit er die in der nächsten Folge auf jeden Fall, wenn er wieder dabei ist, noch beantworten kann. Das soll er auch schon selber erklären, der alte Lump. Soll er umfangreich selbst erklären, mit selbstgemalten Bildern. Gibt es eine Frage, die euch gefehlt hat, die ihr gerne von den Hörern da draußen gehört hättet? Nee, also keine Frage, die für unter 18 Jahre. Okay. Wir sind nach 23 Uhr, du kannst das Nee, also ich bin wunschlos glücklich und bedanke mich für die rege Teilnahme, dass ihr eigentlich unsere Sendung jetzt hier heute damit gefüllt habt. Es erfüllt mich mit sehr viel Stolz. Ja, vielen Dank dafür. Das auf jeden Fall. Also wir haben jetzt hier fast 2,5 Stunden an Sendung am Ende runtergerissen mit fast 4 DIN A4 Seiten an Fragen. Das ist wesentlich mehr, als ich am Anfang, als wir diese Idee hatten, bekommen haben. Ich finde, das ist ein gelungenes Thema für eine 250. Folge und sage von daher vielen, vielen Dank, dass ihr so fleißig mitgemacht habt. Und ich würde an dieser Stelle nicht ausschließen, dass wir das nicht vielleicht an einem anderen Zeitpunkt nochmal machen mit vielleicht anderen Fragen, mit anderen Ausrichtungen. Aber ich glaube, das ist ein Konzept, was sich durchaus lohnt, nochmal zu machen, ähnlich wie auch diese Live-Kommentargeschichte, die Marvin vorhin nochmal erwähnt hat. Ich glaube, da gibt es in der Rückrunde in der kommenden auch das ein oder andere Thema oder das ein oder andere Spiel, wo sich so eine Live-Kommentierung nochmal lohnen könnte. Auf jeden Fall. Was heute zu kurz gekommen ist, ist das Thema der Eintracht, wo ja auch das ein oder andere passiert ist. Das Fass werden wir jetzt nicht wieder aufmachen, weil 2,5 Stunden ist dann doch schon reichlich lang. Von daher sparen wir uns diese Themen auf und werden da auch in hoffentlich naher Zukunft einen Zeitpunkt finden, wo wir intensiv uns mit den aktuellen Geschehnissen bei der Eintracht beschäftigen, bis zum Beginn der, ja, sagt man da jetzt eigentlich Rückrunde oder bis zum letzten Spieltag der eigentlichen Hinrunde sind es ja noch ein paar bis Tage. Bis zu den Partien nach der Winterpause. Och, genau. Kinders. Bis ja. Zum traditionsreichen Spiel gegen Leipzig, genau, am 21. haben wir ja noch ein paar Tage. Was habe ich Bock? Ohne Scheiß, ich bin jetzt echt schon, ich muss echt sagen, ich habe die ganze Zeit gedacht, na, Fußball, so ist jetzt auch erstmal gut, dass Pause ist und jetzt kam die Dart-WM und jetzt bin ich echt langsam wieder angefixt und habe wieder richtig Bock. Ich auch, gerade jetzt auch gegen Leipzig, finde ich, ist halt auch ein extrem geiles Spiel direkt zum Start. Ja, Leute, da geht wieder was. Ja. Sehr gut. Also, lasst uns diesen Enthusiasmus mitnehmen und wir hören uns möglichst bald. So ist es. Eine Sache noch ganz kurz. War nicht früher der DFB-Pokal vor oder bei Beginn der Rückrunde? Das ist ja mittlerweile das ist jetzt genau 8.4. gerade gesehen. Spielen wir ja dann erst gegen Hannover. Haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ja, aber sonst war ja auch die Winterpause länger. Also die Winterpause ist ja jetzt in der Tat auch kürzer. Und du hast recht, daran sonst wäre er quasi dann auch da gewesen. Aber dann auch, weil die Winterpause dann mal mindestens eine Woche länger ist, dadurch, dass sie jetzt auch kürzer ist, fällt der erst nach hinten. Sonst hättest du den jetzt quasi dann auch nochmal nach vorne ziehen müssen. Okay, weiß ich Bescheid. Genau. Gut, vielen Dank für die Aufklärung. Jetzt danke, dass du uns das, gut danke, dass du uns das schöne Outro kaputt gemacht hast. Dass du dem Marvin das schöne Outro kaputt gemacht hast, das wirst du ihm erklären müssen, genauso wie deine sympathiehaften Neigungen zum SV Darmstadt. Mit diesem, das werde ich dir bei Gelegenheit muss er mir bei einem Bier erklären. Nein, alles gut.
Gut, mit diesen Erklärungsversuchen des Herrn Dennis beenden wir die heutige Folge. Wir danken fürs Mitmachen, wir danken fürs Zuhören und wir melden uns in der nächsten Woche in kommender Art und Weise. Bis dahin, macht's gut.